Was, wenn Urge mit Gold abgemachte Summe zahlen? Ich habe euer Geld nicht täuschen, ich bin noch nicht fertig, kämpft doch. wir können hier handeln. Das sehe ich ja jetzt erst, dass man da unten auch ein Handelsmenü hat. Oh mein Gott. Hier. Charakterauswahl. Wir können hier versuchen, noch weiter zu täuschen. Abgemachte Summe zahlen. Was will denn ein Ogre mit Gold? Oh, wir sind Enttäuscher. Ich bin noch nicht fertig. Kämpft nochmal. Ich werde euch gut entlohnen. 20er Schwierigkeit. Oh oh. Ne, ne, gar nicht. Einfach nein. Doch! What? Wir sind gerade von 6 mit den Boni auf 20 hoch. What the fuck? Indeed. A risky bargain. But one I must accept. Wenn wir ihn nie wiederholen, also nie widerrufen, müssen wir das Geld nicht bezahlen. Das ist die einfache Variante dabei. Was? Was denn jetzt noch los? Ach, da ist noch eine Spinne? Nee, hä? What the fuck? Dieses blöde Auge ist jetzt dazugekommen. Das wird doch eh verknüppelt von den anderen. Von dem. Da haut einmal zu, dann ist das Auge doch platt. Ja, danke. Sag ich ja. Man kann sagen, was geht denn jetzt noch ab, ey? So, Smithen. Ne, wir wollen Lazelle wiederbeleben. Ja. Du brauchst Heilung, weil du dich hast runterschubsen lassen. Du bist nicht da, nicht so. Also, smart ist was anderes, immer ehrlich. My injuries need tending. So. Hä? Wie kann ich denn die Reihenfolge ändern? So. Still alive. Also wir sind ordentlich mächtig inzwischen geworden. Wir haben noch einiges zu looten, da ist nichts drin. Swift as my feet can carry me. Kleinere Riesenspinne. Okay. Ja, hier sind überall Sachen, ist schon klar. Da ist noch Lagervorräte. Karlach. Kannst schön du looten. Den Knüppel brauchen wir, glaube ich, nicht. Einfaches Gift. Das kann ich ja nehmen. Smithen leer. Das ist halt die Spinnengrube. Dass ich mit den Spinnen nicht reden konnte, das ärgert mich ein bisschen. Hätte ich es lieben gern gemacht. Ich hätte echt spannend gefunden, wie sie die wahrscheinlich vertont hätten. Das wäre cool gewesen. Hat sie leider nicht ergeben. Seidendrüse, Knochenkappe. So, aber du kannst. Ich glaube, du hast ihn nicht gekillt. Du kannst mit Folter Zachary. Oh, warst doch du. Das ist natürlich schade. Ja, gut. Schlüssel des Folterers. Säurefiole. Nehmen wir halt den Schlüssel des Folterers mal noch an uns. Hier, Karlach kriegt noch ein bisschen Kram. Zum entweder verkaufen oder später halt benutzen. Huch. Die Höhenunterschiede kann die Kamera nicht immer ganz gut. Person festhalten. Danke. Aber den Fight fanden sie zumindest nicht ehrrührig. Hat gemeint, guter Fight. Die Ogre meine ich jetzt. Da waren sie zumindest mal entspannt. Gut, also sind wir mal ehrlich, es hat jetzt nicht funktioniert, dass wir, was wir eigentlich wollten, dass wir den ganzen Quatsch leise, geheimnisvoll, was auch immer machen. Deswegen haben wir ja eigentlich Halse nicht mitgenommen, wenn wir nicht direkt angegriffen werden. Aber ja gut, wir mussten, wurden nicht direkt angegriffen, aber wir mussten dann doch alle töten.
Wie gesagt, dass der hier gestorben ist, ärgert mich ein bisschen. Muss ich sagen. Den hätte ich bestimmt irgendwo nochmal wieder getroffen, aber er ist halt dead. Da sind noch ein paar, die waren noch nicht gelootet. Da voll der Zacke haben wir gelootet. Den haben wir nicht gelootet. Dich haben wir nicht gelootet. Du Altstab. Ja, wir könnten jetzt hier auch die Sachen noch looten, aber ich glaube, da ist nie was wirklich Wertvolles drin, den ganzen. So, aber was? Hä? Achso, weil die Spinne nur K.O. ist, ne? Deswegen ist sie noch markiert. Jetzt die Frage, mal gucken, wo es zum Höhleneingang geht? Wahrscheinlich schon, oder? Aber vorher reden wir mit Halsin. Stopp, vorher reden wir mit Halsin. Ja, wo war denn der jetzt? Reist durch das Unterreich. Reisen Bürger suchen überlebende Karawane. Kehrt zu Halsin zurück. Da oben. Achso, ja klar, bei den Gefangenen. What to do? Moment, bin ich richtig? Bin ich natürlich nicht. Hier muss ich hin. Shit! No one back home will ever believe this. Überlebensinstinkt ist schon ein ziemlich geiles Ding, ne? Bald jemand. Oh. Da waren noch welche. Aber. Da ist jetzt nicht so gern, was ich gesehen hätte. Gerne. Hört auf, Leute fesseln zu wollen. Arschkrampen. Ja, heilige Flamme und so, ne? Take my holy flame. Okay, macht aber gar keinen Schaden widerstanden wird. Das ist natürlich blöd. Where do I go from here? Hunger von Hazardes. Macht aber gar keinen Damage. Warum stehen bei Hunger von Hazard 4 bis 24 Schaden? Sind blind oder leiden am Anfang sowie am Ende ihres Zuges. Oh, what? Okay, never mind. Das ist ziemlich awesome. Ich geh mal kurz hier um die Ecke. Fuck yes. Count on me. Kann ich die treffen da drin? Jo, kann ich. Hab sogar Vorteil jetzt, weil die blind sind oder was? Deswegen nicht sehen, von wo die Range Attacks kommen. Das ist ziemlich cool. Der ist ja eh tot am Anfang seiner Runde. Ja. Der ist sogar noch drin. Geht's dir gut? Was soll denn das? Still on my feet. Have to keep going. Batz, batz. Klappt. Moment, wie kann ich jetzt eigentlich hier das? So macht man's weg. Haha, hat mir Sono gezeigt. So, der ist. Den kann mit euch aber nicht reden, oder? Ja, mit dem. Also okay, man kann nicht mit jedem reden. Die werden schon gehighlightet, wenn man mit denen reden kann. Okay. Hier, Lazel, das ist dein Bier. Ja, du musst rasten, bla bla. Bla bla bla. Schattenherz geht auch noch im Fall. Borgzahn, cool. Hier ist so alles platt gemacht, ne? Ja. Halsin, we ready. The ringleaders have to die. The very natural order of things is in danger. Alle Anführer sind tot, der Heinz gerettet. You did it. You actually did it. The leaders yes, dead. We did. Praise Sylvanas. So richtig mächtig seid ihr nicht, wenn ihr das nicht hinkriegt. That's not right. Praise you, my friend.
The Grove owes you a debt beyond measure. Könnt ihr jetzt die Tieflinge wieder aufnehmen? Killing's never my first choice. But those three were too dangerous to leave alive. Nun erzähl mir vom Mondaufgang. Von Mondaufgang. Let's get out of this pit, firstly. Return to the Grove. I'll make my own way there. I can see to some matters there, and we can discuss what comes next amidst more bucolic surroundings than here. Bucolic? Das ist mal ein Wort, was ich noch lange nicht gehört habe. Okay. Wo würde Ruinklimmer am Strand? Umgebung des Smaragdhains. Da wollen wir hin. Wir können direkt dahin. Lol, what? Ich meine, es gibt aber keinen direkt im Smaragdhain, ne? Nee, gibt's nicht. Okay. Frage ist, rusten wir jetzt erstmal, wo wir die Goblins geplättet haben? Wahrscheinlich schon, ne? Würde ich sagen. Lange Rast. Lange Rast it is. Wenn jemand mit mir reden will. Ich mag irgendwie den Rastplatz viel lieber. Das ist viel sinnvoll übersichtlicher. Nö, dann können wir hier auch direkt lange Rast machen. Auto auswählen. Er korrigiert sich inzwischen, wenn er zu viel auswählt. Sehr schön. Ich vermute nicht, dass hier viel passiert. Inzwischen sind wir schon irgendwie über eine Woche unterwegs. Wahrscheinlich sogar fast zwei Wochen mit den Leuten, ne? Von den langen Rasten her gesehen. Das ist schon ziemlich viel Zeit. Hallo. Moment. Tieren reden. Hey, ich soll mit... Moment, was? Zephlos ist doch hier das Loswerden, oder? Rede mit Zephlos, rette die Flüchtlinge. Find Arabellas Eltern, rede mit Arabella. A scout just reported. The Goblin's leadership has been decimated. We might escape this place yet. I took a collection from all of us. It isn't much. Von euch wollten wir gar nicht, aber bald euer Geld ruhig. Very good of you. Thank you. Von euch will ich nichts. Likely want to thank you too, mind. He returned just a while ago. Ja, bin befreit. Catching up with Corker. As for us, no armies at our heels. Amazing. We can finally leave. Okay, ihr wollt sowieso hier weg. Das ist ja was anderes. We'll join your camp tonight to celebrate if you'll have us. Oh, cool, klar. Wir sehen uns dort. Sehr schön. Nächste lange Rast wird gefeiert. Finde ich eine gute Option. Wem sollen wir hier... Moment, mit wem sollten wir reden? Mit Arabella. Ein bisschen bei euch ist irgendwie viel mehr, als ich das letzte Mal in Erinnerung habe. Boulder's Gate, we're coming. Okay, das war ja gar nicht so viel. One sorrow ended, the next soon to begin. Positiv seid ihr nicht gerade, sind wir mal ehrlich. We didn't die today. Tomorrow, perhaps, but not today. Thanks to you. Ich dachte, hier wäre die coole, entspannte Ecke. What the fuck? Langweilter Ochse. Hallo. The Junglings are a nuisance. But the road would not be the same without them. Thank you. What? Haben wir nie miteinander geredet, aber cool. Let us go. I wish to feel the road beneath my hooves. Taste the fresh grass. Okay, cool. More boxes after this one. Oh. Eldrell didn't want us. And those druids sure as hell didn't either. But you risked your life for us. Nicht für euch, sondern mehr so generell für die Probleme in der Gegend, aber okay. Achso, ja, die Händlerin. Hallo. I'm glad you didn't die. No discounts once I'm running the wider Baldur's Gate mind. Darf ich nicht mit euch handeln? Mattis says we should say thank you. Finally, a city for. Okay, ich kann mit nicht mehr handeln. Ja gut. Dann kann ich mit euch nicht mehr handeln. Das ist dann halt so.
Was mit euch? Mit euch hatten wir auch Themen abgeschlossen. Guten Tag. Glad to see some goblin blood spilled for a change. I'm sick of running from those rats. Okay, ihr habt euch im Griff, ja? Ihr drei? I nearly dispatched those goblins myself, but it seems you managed well enough. And why wield a masterwork where a butcher's blade will do? My thanks, truly. Hey, ich bin Hexenmeister, du Arschkeks. Und weil mich Stufe 5 ist, Stufe 3, du Pfaffe, ey. It was you, right? You took care of the goblins. I knew you're a good one. Kind of. Moment, warum darf ich das looten? Warum darf ich das looten? Das ist kein Diebstahl, das ergibt keinen Sinn. Ikaron, haben wir dich schon mal getroffen? We couldn't have held them back on our own. Thank you. Okta, Stufe 1. Back to worrying about road rations it is. So many mouths to feed, but, well, that's not a bad problem to have. Thank you. Dich haben wir noch nicht getroffen. Also wir haben jede Menge von den Leuten noch nicht getroffen gefühlt. Holy moly, ey. Wait. What? Hier geht's hin? Hier war ich noch nicht. Steintür? Nee, wir wollten eigentlich... Die müssen wir auch noch, jage die Teufelin, stelle die Paladine, müssen wir auch noch machen. Suche nach Überlebenden der Karawane, da haben wir noch einiges zu tun. Achso, ja, ein Wahrnehmungscheck ist da noch was gewesen. Da war noch irgendwie eine Eulenbärhöhle, gab es noch. Im Goblinlager habe ich offensichtlich auch nicht alles erkundet. Frage, ob das ein Thema ist. Wir haben Smaragdhain, Triff Halsin. Da haben wir mal. Was ist das hier? Ja, ich glaube schon. A long road ahead. Wie ich immer klettern muss, so als Halbling. Holy moly. Also Halbling spielen ist schon ein ziemlicher Nachteil von der Größe her. Im Spiel, wo es exakt mal darum geht, wie weit Sachen wechseln und sowas. Haben wir jetzt gerade geknallt? Also... I thought I had been a good teacher to you. Clearly not. Alles klar bei euch? You took it upon yourself to undertake the Rite of Thorns. I ought to exile you from this place. Forever. Instead, I shall listen to the explanation that you owe me. I owe you nothing. Goblins swarmed us like roaches while you stumbled after the past. You chose to abandon us. I chose to protect us. Silence! The rite has been ended. I will allow you to stay. But consider yourself a novice anew. Das wird nicht funktionieren. You have forgotten the ways of the druids, our place in the natural order. You shall learn it all once again, right here. Backslide, and nature's fury will crush you. As you wish, Master Halsin. Das wird sie nicht hinnehmen. Das ist doch... Du hast dir jetzt... eine Ratte in dein eigenes Nest gesetzt. Was soll das? Ihr werdet genug mit ihr zu tun haben. Sie zeigt großen Mut, um es milde zu formulieren. Kaga hat aus Sorge gehandelt. Misplaced, self-important concern. She must learn to respect the balance of all things. But the Grove still needs her. You will soon see why. But enough of that for now. I owe you my thanks. The okay. Grove stands. Nature prevails. And again, I am in your debt. Speak to Wrath. He will reward you for your efforts. Ich bräuchte Hilfe. Tomorrow morning, we shall discuss what is to come. Tomorrow morning heißt, ich muss eine lange Rast machen? Then banish me. When the coming army marches, there will be none to protect you. Okay, Volo ist nicht mehr hier. Kann ich mit Boss reden? Hallo! You're curious. You got a great many odors about you. What happened to you? Geschichte kompliziert, würdest du nicht verstehen? Ihm wird eine Reise erzählen. He listens, rapt, hanging on every word. As you near the end of your tale, you see his attention drift as he licks his lips, thinking about something else entirely.
bear is preoccupied with a shiny pebble. Your presence goes unnoticed. Oh, okay. Mit einem hübschen Stein. Moment, ich kann doch hier runter, oder? Da ist auch noch ein Bär. Hier unten war ich noch nie. Das ist so hübsch, das Spiel. Hallo. Ormen. Hallo. He's back. You brought him back. Wer? Was? Achso, ja. Haben wir. He's back. Master Halsen und so haben wir zurückgebracht, das ist richtig. Kommen wir noch irgendwo hin? Shiny. Shiny. What's in here? Gut. Shiny, shiny, shiny. Okay. Haben wir noch was gefunden? Hier sehe ich jetzt nicht, dass wir da hin wollen. Warum? Das nützt uns irgendwie wenig. Nee, wir müssen erst dahin laufen und dann springen. Da wir ansonsten Schwierigkeiten haben, da hinzukommen. Das ist übrigens ein Sprung, den würde ich im echten Leben nicht machen, weil hier ist alles wahrscheinlich veralkt und glatt. Da rutscht es auf jeden Fall aus und klatscht hin, ey. Das ist. Puff. Was? Zurückdrängende. Achso, den kann ich deaktivieren, den zurückdrängenden Strang. Ah, spannend. Habe ich nie gemacht. Kann ich mit dir reden, Tuffet? Du kleiner schlafender Pelzknäuel? Salty fish. Three heads. Okay. Er will einfach nur Fisch haben. Cool. Sagst du eigentlich, dass wir euren Master zurückgebracht haben? I hear the goblin leaders met their ends. Unfortunate for them, but very fortunate for the Grove. Gut, du redest nicht mit uns. Carrack, was geht bei dir ab? We wasted so much time fighting each other. Sylvanas taught us a lesson by letting an outsider save us. Okay, na, hoffentlich. Kann ich mit dir reden? Topas? Kann ich mit dir reden? Hey! Fliegst mir zu viel rum. Shh, I'm concentrating. This look good? Is the coin in the middle? Täuschen? Ich würde sie nicht nehmen, sie ist stumpf. Wir haben so viel, wir haben 11 bis 14 Bonus. Wir haben einen 10er Bonus ohne irgendwas, ne? Ist sehr überzeugend. Yeah, you're right. This is better. Kriegen wir genau ein Goldstück von ihm jetzt. Geil. Oh no! Where is it? I put the coin right here. Du hast uns gegeben. wegen einer Münze, ne? Oh, Schweinchen. Hallo, Hauer. Was geht denn bei dir? At least the sun is nice. You should try it. Ah, geil. Lay down and bask in its warmth. Wahrscheinlich wirklich. So, Girona. Hallo. I wasn't sure about you at first. Thought you might be trouble. I was very wrong. Entschuldigung hätte es auch getan. I was very wrong. Nicht das gleiche wie ich entschuldige mich. Kaga, was geht denn bei dir? Peace. Enjoy it while it lasts. Okay, du bist auch richtig sauer, das ist natürlich blöd. So mit Wrath sprechen. You done it. You brought Halsin back. Thank you. No, thanks is not enough. May Sylvanas bless you for all your days. Okay. I cannot imagine taking on a camp full of goblins was a simple task. Für jemanden wie mich war es ziemlich einfach. Halb so wild, ich bin froh, dass Halsin sicher ist. Es war der Hölle vor der blutenden Asche. Für jemanden wie mich war das ziemlich einfach. Ich bin ein Täuscher, ein Scharlatan. Hallo? Fair enough. I should not have underestimated you. Ich bin and einfach I awesome. You a reward, didn't I? Let me show you on your map where you can find the cash. Take this rune.
You'll need it. Ah, das ist wahrscheinlich dort, wo wir angegriffen werden, oder? Among the pedestals inside our library. When the wolf glows brightest, everything in the vault below will be yours. Moment, was? Die Rune des Wolfs. Helsin dankt, sagt, dass ein Verrat uns bestimmte Mühen belohnt wird. Helsin meint, der Parasit keine unmittelbare Bedrohung der Schiffe und wir im Mondaufgang vielleicht Antworten finden. Heute Abend können wir feiern und morgen planen. Rettet den Großherzog? Die Türme des Mondaufgangs sind ein beliebiges Aufschluss, zumindest für einen Kult der Absoluten. Vielleicht Großherzog hingeschafft. Das hatten wir doch schon mal. Plündere den Smaragdhain abgeschlossen. Minntara starb, bevor sie einen Angriff auf den Hain ausführen konnte. Wrath war dankbar und wies uns auf eine verdeckt durch Runen verschlossene Kammer in den Enklavenbibliothek hin. Huh. Ja, jetzt müssen wir ihn. Wo sind, war denn die Bibliothek? Was davon ist eine Bibliothek von euch? Druidengemächer? Ah, das sieht so aus. Kammereingang. A parasite. Take it. It might be useful. Leere Sockel. Da sollten wir doch jetzt das hier reinmachen, denke ich. Und das war im Moment fast ein Parasit. Dürfen wir sogar. Halsins Pfeife. Hast du fast. Meine gute Nettie, ich vertraue euch das Diadem an, mit dem sich die Bibliothek öffnen lässt. Tragt es immer bei euch. Wenn ihr das Gewölbe betreten wollt, sprecht mit Wrath. Er besitzt die Rune, wird sie aber niemand anderem anvertrauen, als sollte euer Ansinnen besser einen triftigen Grund haben. Behütet meine Forschung, solange ich fort bin, und kümmert euch um die Tiere. Gebt Tuffet keinen Fisch zu fressen, sonst wird sie faul. Okay. Notizen zum Drow-Parasiten. Hey, ich wollte es lesen. Türmische Zeichen von einem Drow und einer Illitridenlarve mit Anmerkung in einer hastigen Handschrift. Der Parasit hatte sich tief im Kern eingenistet, zweifellos ein Illitrid, und doch schien sich der Wirt dessen nicht bewusst gewesen zu sein. Der Kadaver weist keine Spuren von Ceromophose auf, höchst seltsam. Jetzt eine Anmerkung, ist ein hastig und schnell verändert. Okay. Herbstkrokus. Halsins Tagebuch, hastig verfasste Notizen. Durch, zerlegter Drow, Ruhen des Bären, Ruhen des Adlers. Rune des Wolfs. Steintür. This place is trapped. Wow. Du hast jetzt echt einen Eingang für eine Trap gegeben? Ja, super. Das ist ja eine richtig tolle Belohnung, Kappa. Vor allem kommt man auch so hier rein, offensichtlicherweise. Frage ist, werden wir jetzt immer noch an Rune des Bären? Holzkiste? Oh, das nehme ich. Ich wollte. Stell dich doch nicht auf die Kiste, mit der ich, die ich ausluten will. Lesel, was soll das? Reicht nicht dreimal zu sterben? Musst du mir jetzt noch im Weg rumstehen? Ernsthaft? Liebeswerkzeug. Heiltränke. Be wary. This place is trapped. Das hat wirklich direkt getrappt wieder, ne? 5 bis 8. 15, sehr schön. So, mal das. Schloss knacken. 15 ist viel. Nope. Leider nicht, um 2. Hätten wir schaffen können. Haben wir nicht. Wir haben wieder eine Inspiration, die will ich aber dafür nicht benutzen. Wir haben ja genug Liebeswerkzeug aktuell. Ach du Scheiße. Okay. Wir sind gerade nicht so geschickt mit dem Liebeswerkzeug, sind wir ehrlich. Da hatten wir schon viel bessere Runs. Das sieht gut aus.
auch kein insanes Ergebnis allerdings. Fangschlinge der Natur, Fliegenfalle, Chance auf Fesseln des Ziels, sofern es keine Pflanze und kein Tier ist. Wenn was? Wenn ich's haue? So, da haben wir die Rune des Adlers. Achso, so kann ich es deaktivieren. Oh. Aha. Ich habe jetzt nämlich eins deaktiviert. What the fuck? Ich gucke immer nicht, mal nicht hin und dann kriegt man irgendwas ab. Okay. Hier geht's irgendwo anders hin. Wo geht denn das hier hin? Die Steintür. Wo bin ich? Komplett außerhalb des Hains, lol, what? Ist das nicht in der Nähe von dem... Hier, von der... Von dem, Eulenbärenhöhle. Gut, gucken wir uns erstmal aber den Inhalt von dem hier an. So, wir haben die eine Rune deaktiviert, des Adlers. So. Hier unten werden wir anscheinend die Runen des Wolfs noch deaktivieren müssen. Der Bär ist aber auch noch attacking. Wo ist denn die Runen des Bären? Die hatten wir auch schon gesehen, oder? Bin ich doof. Da ist die Rune des Bären. Wahrscheinlich müssen wir am besten da runterhüpfen, oder? Würde ich sagen. Das ist ein Wasserfass, das ist ungefährlich. Runen des Bären deaktivieren. Ja, sonst ist der Bär jetzt entspannt, oder? Den Adler sehe ich gar nicht mehr. Das ist doch der Adler, oder? Ich doof. Let's have a look. Was geht mit ihr ab? Schlüssel der Uralten. Nee, doch, Schlüssel der Uralten. Die Äste dieses Reifs sind schon halb Natur plus 1. Ist natürlich schade. Moment. I wonder what the next move is. Konnten doch mal mit Toten reden. Wo ist denn das hin? Das Amulett, mit, Amulett für mit Toten sprechen. Hab ich das jetzt weggeschmissen? Nee, da ist es doch noch. The corpse regards you lifelessly. Was habt ihr hier unten gemacht? Goblins followed from the forest. Okay. Wer hat diesen Tunnel gebaut? We druids concealed entrance to our grove. Schlecht. Was wollten die Goblins? Searching for a weapon. Wisst ihr was mit die Waffen? Wer seid ihr? Findel, Druid, Herbalist. Gut, das war's glaube ich dann, oder? Ja, wir können auch fragen. Ich glaube das Ritual, das ist der Don, hat uns auch nichts gesagt. Hätte uns wahrscheinlich auch nichts gesagt. Let's move. So, die Ruhen des Bären ist deaktiviert. Wir haben jetzt den Segen der Druiden, hier alles zu looten, ne? Wurde uns gesagt. Hopp. Oh Gott, ich will die Rune deaktivieren. Die Rune. Huh. Jetzt habe ich, glaube ich, alle Runen deaktiviert.
rußiger Schlüssel. Angesenkter Silberschlüssel gefunden bei einer alten Leiche in einer Druidenhöhle. Ha! Wir haben einfach einen Schlüssel gefunden. Bin ich ja schon ein bisschen neugierig. Wofür könnte der denn gedacht sein? Hier oben waren wir schon, oder? Ich erinnere mich, dass ich mal irgendwo eine magische Truhe gefunden habe, die ich nicht aufgekriegt habe. Ist das hier hinter der Steintür oder war das der Ausgang, den ich schon genommen hatte? Nee, das ist die Steintür. Wir haben wenig bekommen von da unten. Also das für die Belohnung, dass wir den gerettet haben, war das irgendwie nicht viel. Oder habe ich gerade irgendwie noch was verpeilt? Wir haben uns doch hier, also ja, da ist euer Lager. Okay. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal Richtung Eulenbärenhöhle. Tiere sprechen habe ich an. Damit wir da nochmal schauen können, ob ich vielleicht mit den Eulenbären reden kann. Weil ich nicht weiß, ob da vielleicht schon ein Event vorbei ist jetzt. Willst du nicht deine Fackel in die Hand nehmen, wenn du sowieso die Fackel dabei hast? Also jetzt mit der Fackel die Animations müssen die... Ja, jetzt stimmt's wieder, okay. Ich würde sagen, müssen sie irgendwie nochmal überarbeiten. Moment, das ist die falsche Richtung. Ich wollte da lang. Wenn dann. Das ist aber auch irgendwie die falsche Richtung. Hä? Und was ist das da unten gewesen? Da war es. Doch, 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 da war es. No time to rest. Ja, mit denen kann ich reden. Moment, die habe ich umgebracht? Anscheinend habe ich die umgebracht. Ist natürlich blöd. Die will wahrscheinlich wieder mit ihren Kindern wahrscheinlich auch nicht reden. Wir warten durchs Wasser. Noch eine Runde speichern, wenn wir schon ein bisschen hingelaufen sind. Eulenbärennest, hallo! Es geht denn ab? Jetzt war das sogar hier. Mit dem Schlüssel. Ist das der Schlüssel dafür, den wir jetzt gefunden haben? Anscheinend nicht. Doch, du hast doch. Du hast doch Fluchbrechen, ne? Gegenzauber hast du aber nicht. Kannst du Fluchbrechen auf das wirken? Moment, du musst schon in die Reichweite gehen. Sie ist nicht verflucht. Okay, dann ist das wohl nicht das, was ich gerne gewollt hätte. Wäre nur Gegenzauber, das Ding, the thing to go. Okay, das Eulenbären-Thema ist schon durch. Das habe ich nicht mehr im Kopf, dass die Eulenbären dead sind. Gut, schade. Dann gehen wir wieder in die Umgebung des Marakons, würde ich sagen. Und machen unsere Rast, um zu feiern. Und am nächsten Tag mit Halsin zu reden. Wäre so das Ding dann. Can't give up now. Mach die Tür auf! Wir sind die Retter des Heins. Dankeschön. Sind sie alle abgehauen? Okay, wir sollten jetzt sowieso nur mit dem Typ hier oben reden. Aber hat er uns nicht sowieso schon angesprochen? Das war doch der, dem wir gesagt haben, lass dein Geld bei dir stecken. We're ready to head to your camp. Are you? Ach so, ja gut, dann let's go. Excellent. Lead the way. Party! I'm fine. Loosen up, Icaron. No, an Albert. Okay, du willst mit uns reden, Astarion. Ist jetzt zu viel. You know,
I never pictured myself as a hero. Du warst ja auch nie dabei. I'd be the one they toast for saving so many lives. And now that I'm here. I hate it. This is awful. Die Goblins, die ihr getötet habt. True. That was fun. Habt ihr zwar nicht, aber. I would have liked more for my trouble than a pat on the head and vinegar for wine. Stimmt, die Goblins hätte ein wilderes Fest ver- Was hätte ein wilderes Fest veranstaltet? Ja, wenn so viel ihr wollt, ich werde mich jedenfalls amüsieren. By all means, go and enjoy yourself. I'll be here. Wenn der halt nicht auf unserer Seite ist, ist es nicht ganz so schlimm. Zevlor? Okay, von meinen Leuten will es aber keiner mit mir reden gerade, ne? Das ist nicht... Dann reden wir doch mal mit Zevlor. You have no idea how good it feels to see these people smiling. Doch. Singing we could probably do without. Even so, thank you. Können wir mit Mol noch mal reden? Das war doch die, die uns übers Ohr gehauen hat. Was geht denn ab bei dir? Servus. You came through for us. That's a change from most adults I know. Nee, dich kenne ich nicht. Klingt ja fast wie ein Kompliment. And that sounds like the wine drowning your wits. Go on, enjoy yourself. I've squirreled away a few extra bottles. Moment. When the barrel's tapped out, I'll be there to save the night. For a price, of course. Alles klar. Ich hätte gern auch so ein Horn, wenn ich Tiefling spielen würde. Das sieht awesome aus. Das sieht awesome aus. Was, du bist da? Halsi, was bist du denn hier? Go on now. Don't waste a night like this talking to me. We'll discuss your problem tomorrow. Ich dachte, wolltest du vielleicht mit mir trinken? Ich bin Halbling. Let's go. In truth, I rarely imbibe. The stuff goes right to my head. Before you know it, I'd be breaking into song. Ja, ist doch wurscht. Declaring love to the first person I laid eyes on. Ich sehe da kein Problem. Then you have never heard me singing, which makes you very fortunate. Vielleicht würde ich lieber was anderes machen. I'm sure there are. Moment, machen wir jetzt. Strike me as extremely. Machen wir jetzt einen Techtelmecht mit ihm? But there are many grateful people here who want to spend time with you. I must not keep you all to myself, as enjoyable as that may be. Go on, okay. Enjoy yourself. Seek out some wine before it runs dry. Das war intimer, a lot of thirsty people around als ich erwartet hatte. Sehr viel intimer, als ich erwartet hatte. Ja gut. Reden wir noch mit Gail. Es fühlt sich ein bisschen an wie Ende von Akt 1. Nothing like a brush with destruction to make one appreciate the majesty of a celestial canvas. It's a view I would once have shared with my companion. Though definitely unaccompanied by such revelry. She preferred it when we were alone. Curled up before a crackling hearth with some ancient esoteric tome between us. Ink glinting in the firelight. Sprecht ihr von eurer Katze? Ich hoffe, ihr sprecht nicht wieder von Mistra. By a Geron's lost nose! No! I speak of Tara, my Tressim, assistant, my constant companion for all the ills and tribulations. Die hast du noch nie erwähnt. She'd be most impressed by our efforts saving these tieflings. Proud, even. And I've given her little to be proud of recently, after I was afflicted with my condition. Lock myself in my tower for an entire year. Inconsolable. Wallowing in my self-inflicted tragedy. Given up on myself. But Tara never did. It was her encouragement. Her research that led me to my treatment. Once we knew that magically infused items were the key, she went out to find them for me. She saved my life. Und wo ist sie jetzt? Being cared for by someone else. It feels good to have repaid the favor. Not directly to Tara, but to these poor tieflings. I'm sure she would approve.
Wenn sie alles verbracht hat, naja, dann muss der Clou sein. Ja, würde ich schon sagen. Does her a disservice. She's a fine wizard in her own right, though. Somewhat held back by her lack of opposable thumbs. Remind me of her somewhat. Was? Keine Daumen? There's a steeliness in you. An unwavering tenacity, even in the face of... Ist sie ein Affe oder was? Quite dire odds. Wish she were here for me to make a formal what? Introduction. But I would never ask her to undertake such a journey. She's safer at home. Besides, she was always telling me I needed to spread my wings, so to speak. Find mortal friends, instead of hanging on to mystery's coattails. So that's what I'm doing. I hope. Ich bin in Wahrheit eine verkleidete Nymphe. Dann geht's wieder Richtung Sex. Ich rede euch also an eurer Schoß, die wie romantisch. Und wenn ich sie nicht, wenn sie mich nicht mag. Oh, she'll love you. So long as you don't rub her belly. Es ist doch eine Katze. Das geht wieder Richtung Sex. Doch ich hatte gehofft, ich würde euch mehr bedeuten als ein tierischer Gefährte. Nicht so sehr, wie ich es hasse, über Katzen zu sprechen. Hattet ihr sonst etwas auf dem Herzen? Würde euch mehr bedeuten als ein tierischer Gefährte. I assure you, were you to meet Tara, you would see the comparison for the flattery it is. But perhaps that's not a point worth laboring further. Suffice it to say, I think rather a lot of you. And there aren't many on this plane who I'd give such high praise. Okay. Lass nicht dabei, was mögt ihr an mir? Ich bin geschmeichelt, ist denn wirklich so selten, dass ihr eine gute Meinung über jemanden habt? Für Haus genannt zu werden, ist ein so großes Kompliment wie... Nicht, ist kein so großes Kompliment wie... Ich muss ihn immer zurechtweisen. Das ist das Normalste. Ich bin geschmeichelt und es ist wirklich so selten. One doesn't become the most powerful Archmage in Waterdeep and lover to the goddess of magic herself by having low standards. Du bist ein Erzmagier? I assure you, when I tell someone they're wonderful, I mean it. And you. Du warst gar nicht beschissen, wenn du ein Erzmagier warst am Anfang. Ihr seid selbst gar nicht so übel, auch wenn es gelehrig wirkt. Auch wenn ihr üblicherweise etwas gelehrig wirkt, ich kann nicht sagen, dass ich eine ähnliche Vermeidung von euch habe, Gale. Spart euch kein Interesse. Ist gar nicht so übel, auch wenn ihr üblicherweise etwas gelehrig wirkt. Wine is to wit, as meat is to... to... Ja. There I go, proving your point. Perhaps we'd better leave it at that. My eloquent tongue isn't worthy of your ear at present. With my condition as volatile as it is, I fear any undue excitement may tip it over the edge. Können wir nicht einfach Bros sein? Indulge in the frivolities. They're good for the heart. And mine will be all the lighter to see you enjoying yourself. Okay, wir reden aber jetzt mit allem eine Runde. Okay, du bist inzwischen grün. Das hat sich geändert. Oder? Wait, aber wo ist Will? War Will nicht sonst hier? Hab ich was verpasst? Jo, hab ich. Servus. Ja, yeah, Hells. I was hoping you wouldn't notice I was gone. Doch, bist du. Ja. Alles in Ordnung? Yeah. I'm deeply proud of you. A touch less so of myself. In truth, I don't feel in a festive mood, and I didn't want to cast a grey cloud over the night. I'm a devil. I love the people from the Grove, but I unsettle them deep down, as I seem to unsettle everyone nowadays. You don't want a devil at your party. Doch. That's fine. Claws will pop the balloons, you see. And the sweet cakes don't taste half as good as raw eggs with this blasted forked tongue. Ihr habt solche schmucken Hörner, ich bin eifersüchtig. So viel habt ihr auch wieder nicht. So viel hat sich auch wieder nicht verändert. There are spikes in places there really shouldn't be. What the fuck? But off with you. This is your day. Have a dance. Enjoy the music. Wisst ihr denn nicht, warum ich euch wirklich gefolgt bin? Ich hätte euch gern dabei, doch ich respiere euren Wunsch nach Ruhe.
Some time alone beneath the stars, and I'll be back to my old self. Promise. Still, it's a night to remember. You've made sure of that. Dankeschön. Ich werde mal kurz mein bisschen bei mir das Fenster aufmachen, weil hier ist eh Arschheiß drin. Swap, swap, swap. So, er trackt wieder. Er hat es also nicht. Hat mich nicht aus den Augen verloren, wenn ich das richtig sehe. Yes. Ja, ich schwitze natürlich ein bisschen, ne? Also hier ist. Warm ist es. Was hältst du vom Fest eigentlich? Fate spins along. Dost thou require a new ally? Okay, nee. Brauch keinen Ally. Gyx, was geht denn mit dir ab? Dich kenne ich nicht. No more caves, no more tents, no more running away. We'll be in a city with roads and markets and homes. Okay, alles klar. Du hast Sorgen. So, was geht bei euch rein? Patience? Have you no respect for showmanship? Jetzt bin ich gespannt. Having performance issues, Roland. Hush you. And behold! Glitzer, Glitzer! Nee, der war ein hochnäsiges Arschloch. Ist das alles? I'll have you know, he can also make them blue. Never have I met such troglodytes. Now, pass the wine. Ja, gut. Are Roland and Leah actually getting along? I know you cut down a horde of goblins, but this is far more impressive. Look at them. How happy they are. We did that. Huhu. Was ist mit euch drei? Seht ihr euch? Es freut mich, dass ihr geblieben seid. Es freut mich, dass ihr geblieben seid. You're one of the good ones, you know that. Anscheinend. Look us up when you hit Baldur's Gate. Be nice to see a friendly face. Hey, Kratzer, was geht mit dir eigentlich? Was sagst du zu den ganzen Leuten? Spielt mit dir jemand mit dir Ball oder so? I like these people. They're joyful. It's contagious. Okay. Ein Kratzer, die mag. Bex. I need to dance. No. No, I need to lie down. Sherry! That's infernal for cheers. Or possibly turnip. Okay, Karlach, was sagst du zu den ganzen Tieflingen hier? Would you look at this place? All these people happy because of us. It's nice to be somewhere where good is still possible. And with good potations too. Habt ihr in Avernus auch so gefeiert? Dann seht ihr euch. Fuck yes. I'm celebrating my freedom and our friendship and these folks' bright future besides. All I need now is a fire retardant lover to get lost in till sunrise. Speaking of which, it's something I wanted to tell you. Uh-oh. But there's something I think you should know. Yeah. Hear that? Infernal engine for a heart. Lets me burn as hot as the hells. Seems to be running in overdrive since I left Avernus. It also means if I'm heated at all, excited, nervous, scared, I'm way too hot to touch. Okay. Won't be seeing my mechanic anytime soon, so I'm afraid I just can't get too close. Aww. Ich habe eine Maschine als Herz. Was könnt ihr durch die Maschine tun? Ich kenne einen Schmied, der einmal in den Höllen gearbeitet hat. Vielleicht kann er helfen. Kannten wir einen Schmied, der in den Höllen gearbeitet hat? Also, das steht ja nicht, dass ich irgendwie lügen würde. Von daher gehe ich irgendwann davon aus, dass es die Wahrheit ist. Well now. Maybe I can make his acquaintance. A Titan screw or two might let me keep a little calmer. Maybe even manage a pat or bump without burning someone to death.
It's been a long time. Zum Thema zu Tode brennen, das hat man gerade. Tragic backstories now. It's such a beautiful night. Habt ihr genug Mut zum Krass, um euch zu sagen, wie sehr ich euch mag? Habt ihr in Avernus auch so gefeiert? Not so much. You spend the whole time avoiding swords and schemes. Plus, people just get nastier as the night wears on. I tried to make friends at first. Learned my lesson fast. Better to keep to yourself in hell. Okay. Ist natürlich schade. Genießt die Nacht, Karnach. You too, soldier. Enjoy yourself tonight. You've earned it. Ich will jetzt eigentlich nicht noch einen Streit zwischen Schattenherz und Karlach vom Zaun brechen und ja, ich mag die Optik von Schattenherz. Everyone seems to be in high spirits. Yeah. Strange. High spirits. Überraschend liegt mir an jemanden. Wisst ihr an wem? Ihr meint euch selbst? An Char? What? No, don't be ridiculous. I mean, desperate people. Like those refugees. Never gave them much thought. Certainly not that bunch in the grove. Yet we came through for them. We saved their lives. Tja. Odd. Guck mal, was du für einen guten Anführer hast. Gar nicht seltsam, wir haben es richtig getan. Macht ihr euch Sorgen, das Char euch zürnt. Quört euch lieber nicht dran. Macht ihr euch Sorgen, dass Char euch zürnt. Something like that. I was taught to reject anything that distracted from Char. But there'll be time for penance later. Hey! We should have had wine more often. More warming than the fire. Okay. Alle anderen machen mir irgendwelche Angebote und du chillst. Was machst? Geht's dir gut, Kratzer? Was sprintest du denn durch die Gegend? Mit all die Vierer haben wir nicht gesprochen. Hast du 20 HP auf Stufe 1? This might be the wine talking, but I'm feeling inspired. Thinking of writing my next song. Oh, du bist eine Bardin. Okay. But I need an angle. Any ideas? Ich bin kein Bard. Wie wär's mit Tapferkeit? Ein klassisches Thema. Ihr habt diesen Körper gesehen. Es wäre ein Verbrechen, ihn nicht zu besingen. Yes, let's go. One raunchy ballad coming up. Nice one. Oh, jetzt habe ich auf Buzz of celebration quiet. Das Ding geklickt. To a soothing hum as you approach your bunk. You've picked up a few pleasant memories on your journey amongst your struggles. Ja, den Kindern ein Schattenherz zu verdrängen, zu schlafen. Zwischen den Kämpfen hast du ein paar Reise angenehme Erinnerungen, die Nacht mit Fantasien verbringen, wohin das Gewebe Gale dich mitnehmen könnte. Die Nacht mit Fantasien verbringen, wohin ins Gewebe Gale dich mitnehmen könnte, versuchen die hat den Gedanken an Schattenherz zu verdrängen und zu schlafen. Okay, das sind halt die zwei, wo wir Romance Options haben bis jetzt, die wir. Genau, ich denke an Schattenherz. Her mind is certainly an enigma. But would you wish it any other way? Okay. I trust you enjoyed your evening. After all your efforts, it was well deserved. It may be some time before you're afforded another such night. There is much to be done. And I promised I would help you however I could. Wir haben gar keine Vorräte gebraucht. You can be found at Moonrise Towers, but it's complicated. Okay. The journey specifically, it's extremely perilous. Though it seems you're well accustomed to navigating danger. I suppose it was too much to hope we were going to be cured here and now. To Moonrise, then. Was ist so gefährlich daran? To get to the towers, you'll need to pass through a terrible place. Ah, das ist das verfluchte Gebiet. This curse shrouds everything in shadow. You will not find life, light, or anything natural there. Any who linger are twisted by the curse. They become shadow beings, tormented, dangerous souls. Okay. Die Kräfte des Absoluten könnten die Gegend ertragen. Es muss noch eine andere Heilung geben. Aber es sieht jetzt nach Mondaufgang aus, das hat man schon. Was schlagt ihr vor? You could go overland, along the risen road or through the mountains. Easier at first, but you'll run into the shadow curse eventually. You could also go under,
There is a tunnel somewhere in the ruined Temple of Siluna. It leads to Moonrise Towers through the Underdark. Long ago, a man called Ketherick Thorm built a secret stronghold. Das ist das, was wir schon gesehen haben, wo ich sowieso hin wollte. Rallying a whole army of Dark Justiciars, Shah worshippers. Dark Justiciars. Must see for myself. Das wäre gut, ne? His lot were looking for a way down there. They were promised riches if they retrieved a relic called the Night Song. But I think there's more. From this stronghold, Ketherick's forces could access both the Temple of Siluna and Moonrise Towers. But he was defeated before he could launch an attack. If you can find this place, I'll wager it will reveal a more direct path to Moonrise Towers. And maybe even bypass the worst of the Shadow Curse. Ich wollte sowieso da runter. Ich habe den Ort gefunden, mit dem wir gesprochen. Er heißt Grimmschmiede. You've already been. Impressive. You'll make me redundant at this rate. What did you find? Anhänger der Absoluten mehr nicht. Gefahr sicher, dass es wegen dem Mondaufgang ist. Anhänger der Absoluten aber mehr nicht. Hmm. Keep looking. If they're present, then it's likely there's a route to Moonrise somewhere. It may prove impossible to avoid the Shadow Curse entirely. But if you find any way to limit your exposure, dann bräuchten wir irgendwas, was uns I hilft. I would like to join your camp, if you'll allow me. Oh! I can offer my skills, my counsel. Ein Druide? I sought to return to Moonrise Towers. It seems our fates have aligned. Ja, von mir aus. Und der Hain? I've chosen a successor as first druid, Francesca of the High Forest. A bird's already been dispatched to summon her. Okay. Wer? Precisely. Who indeed? You do not know, and neither do any of the others. The Grove needs to move beyond the mistakes of the past. What it needs is an unknown quantity. An outsider who can enforce the Oak Father's teachings without bias. Mm. This is why I chose Francesca. She will restore simplicity and purity to the Grove in my absence. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Bringt ihr die Leute nicht gegen euch auf? Klingt, als wäre der Heil in guten Händen. Bringt ihr Leute nicht gegen euch auf? Resentment will spring up like mushrooms no matter what I do. You cannot please everyone and you'd be a fool to try. Now, we've quite the journey ahead. Best get started. Do not be so impatient to move on as Halsin. As ever, the Githyanki Kresh remains on. Ich habe schlechte Nachrichten für dich, Lazel. Also, was, Invasionspläne für die Schwertküste? Hab ich das verpasst? Nicht melden. Wieso haben wir Invasionspläne für die Schwertküste in unserem Lager? Fuck. Lager verlassen. Moment, ist er jetzt eigentlich gejoint? Ich hoffe mal. So. Was haben wir jetzt hier noch offen? Reise durch das Unterreich, Unterreich, Reise durch den Gebirgspass. Unterreich haben wir schon viel gemacht, das wäre halt das passende. Druide Halsin, Findigrid Yankee Krippe. Wir haben erfahren, dass die Krippe befindet, wir sollten versuchen, dort Antworten zu erhalten. Hilft dem verfluchten Mönch Baldur's Tor, rettet den Hochgroßherzog, Türme von Mondaufgang, da wollen wir sowieso hin. Achso, ja, wir haben hier noch ein paar Quests auf dieser Map, ne? Da. Ja, dann halt ins zerstörte Dorf erstmal, dann glaube ich darüber weiter. Nach Norden. Oder war's doch? Ja. Nach Norden zieh mich raus. Du. Ah ja, der pennt da immer noch. Da sind die Toten, die gevögelt hatten. So, hüpf. Is this your first time on the Sword Coast, Lazel? Yes. It is much more lively than the Githyanki Slate's legend to believe.
Oh, da geht sie direkt runter. Das habe ich gar nicht gesehen, dass es da runter geht. Oder wenn er so hoch. Hier gab es noch einen Wahrnehmungscheck. Kriegen wir wahrscheinlich jetzt wieder nicht hin, oder? Ich glaube, haben wir überhaupt andere Leute dabei? Ja, genau. Eine Person hat mal anders dabei. Okay, cool. Hier wollen wir hin. Wir wollen ja noch die Gruppenquest für Karlach erledigen. Das ist immer sehr viel mächtiger. Das sollte also kein großes Problem sein. Wie kommt man denn hier hin? Wie kann man denn irgendwie rüber? Okay. Ich glaube, wir müssen einfach hoch. Ich würde sagen, aber bevor wir die Gruppenquest erledigen, muss ich eine kleine Pause machen. Was essen, speichern, alles. Nicht löschen. Oder Spielstand speichern. Und mal auf Toilette und so weiter. Also ich bin gleich wieder da. Ja, wie gesagt, ich werde auch nebenbei jetzt was essen müssen. Ich habe hier ein bisschen Kartoffeln mit Zwiebeln und gesalzen und das esse ich jetzt. Mum, mum, mum. Aber ich glaube, dazu mache ich meine Kamera aus. Ich glaube, nicht so sinnvoll ist die Kamera dabei anders. Sprechen kann ich ja auch ohne Kamera. Von daher. Jetzt müssen die Frage, gehen wir einfach vorne rein? Was zugemacht wurde, spannenderweise. Also, da. Der Du war der gefährlichste von allen. Hochheit des Schutzes. Kaladin Verbündete in der Nähe erhalten einen Bonus auf plus 4 auf Rettungswürfe. Auf Rettungswürfe, okay. Das heißt, alles, was Rettungswürfe erfordert, ist nicht so gut gegen den. Hey, Hope. What next? Inzwischen hat Karlach mehr Damage. Als alle anderen. Let's go, Karlach! You brought her here. Yep. We won't survive another assault. Leave us in peace, and we shall leave you in kind. Cut the crap, Anders. I know what you are. Don't let her hurt us. Please. We just want to go home. Mm. Motive erkennen. Let's try. Let's try Motive erkennen. Ich habe mein Getränk vergessen. Ich komme, dann konnte man zu trinken. Bis gleich wieder da. Moment, jetzt ist was schief gegangen. Wo guckst denn du hin? Hier musst du hingucken. Danke. So, 10 müssen wir schaffen. Let's go. Gedanken wahrnehmen. Nice. Mhm. There's something in the squint of his eye. You suspect he's lying. Enough! Enough! I'll not play pretend anymore. Karlach, you're going home in pieces if needs must. And you, you'll soon learn what it means to ally yourself with the likes of this garbage. Avernus was never my home. It was my prison. I'm free now, and I'm never going back! Holy shit! Epic moment, Karlach! I like! Aua! Das tat weh!
Okay. Let's go. Schade. Rettungswürfe und so, ne? Aber die ist trotzdem fast dead. Mit einem Angriff. What the fuck? Dinge passieren, die ich nicht so... Kannst du bitte dein Nahkampfzeug rausnehmen? Danke. So nämlich, was du eigentlich tun solltest. Ich kann nur schießen auf ihn. 60%. Und trotzdem bitte dein Nahkampfzeug raus, weil da hast du eine höhere... So, du bist auch dabei. Hopp. Ja, lenkendes Geschoss war 70%. Nicht so viel, wie ich gehofft hatte. Huch. Da bin ich verdrückt. 50%. Der nächste Angriff gegen diesen Gegner ist im Vorteil. Na komm. Das 18 Damage für einen LOL. Yo. Nice. Aber der konnte jetzt mal richtig viel zuhauen. Ja. Und macht richtig viel Damage. Ne, der hat auch einen Multi-Attack. So wie ich den jetzt wirklich weg. Bouncen. Ich glaube nämlich eigentlich nicht, aber Psychic Damage, why not? 5 bis 30. Also mit Rettungswürfe, ich bin ein Vollidiot. Ich hätte einfach nur den schaurigen Strahl, macht keine Rettungswürfe, das wäre smarter gewesen. Das wäre sehr viel smarter gewesen. Mit dem Psychic Ding kann er mit Rettungswürfen gewinnen. Let's go! Smack it! Gelähmt. Ah, nicht mehr gelähmt. Ja dann. Zing! Oh, kein Zing, Zing. Holy Flames! Servus. Ich will auch einen Kill. Krieger der Höllen. Fuck them. Fuck Thauriel. I won't go back. I'm never coming back. And if any of Mummy's little friends want to pick up where the others left off, they'll find nothing but a pile of ash. Yep. Macht alles dem Erdboden gleich. Ganz ruhig, gerade diese Flammen werden riesig. Not big enough. Now get out before you get hurt. Now. Okay. Something good here, I hope. Warum hast du jetzt so viel Damage gekriegt? Okay. Cool. Nee, 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 nee. Geht raus. Was soll das? Stop it. Hör dich jetzt auf. Ihr Vollidioten! Wir wollten nur zugucken! Meine Fresse! What's the story? That ought to do it. Alter Schwede! Marching! Looking ahead. Gebet der Heilung ist, glaube ich, eine gute Option.
Wahrscheinlich noch eine Runde Wunden heilen, würde ich mal sagen. Auf dich selber. Gut. Fangen die Leute wieder zusammen? I should speak up. Had to let off a little steam after facing off with those ignots. Granted, the fire's lasting a little longer than it should. How do I look? Ziemlich hübsch. Heiß. Careful, soldier. If I burn any hotter, I might explode. Ja, die Rüstung kann das schon ab. Engine heats up the whole system enough not to get burned. Hopefully it will hold together long enough to get tuned up. Let's move, eh? I'm running high and in the mood for a fight. Okay, cool. Darf ich jetzt die Jungs da drin looten oder fackelt das jetzt alles? Ne, fackelt nicht mehr alles ab. Dann haben wir die Quest nämlich auch erledigt. Das sind fast Level 6. Dann haben wir, glaube ich, schon sehr viel gelootet. Abgerissen haben wir Gabundenkleidung, straßengraue Kleidung, Flüchtling. Flüchtling? Nein, das ist wirklich ein Flüchtling. Fallenentschärferwerkzeug. Jute sagt leer. Cyril. Oh, nice. Gitjanki-Plattenpanzer. Warum haben die eine Gitjanki-Rüstung? Hier, Laser, was für dich. Noch was für Schattenherz. Was für Kalach. Kriegt jeder was ab. Finde ich gut. Schwert der Gerechtigkeit. Das ist ein Zweihandschwert, oder? Frage ist, würde sie das Schwert nehmen? 6 bis 16. Es ist sogar beschissen. Ja, aber die Sachen kannst du gerne nehmen. Trünnen. Kannst du auch einfach looten. Ups, das war der falsche Knopf. Ich wollte Alt drücken. Jute sagt, der Orden des Panzerhans zu Fragen von Recht und Justiz. Sonst haben wir schon Haushaltsgebet. Sonst haben wir hier schon sehr viel gemacht. Ja, wir sind aber nie weitergegangen. Hier geht's echt noch. Wo geht's noch weiter? Oh no. Hier war ich nie. Ach du Scheibenkleist. Ja. Suche nach Überlebenden in der Karawane. Machen wir doch das erstmal. Auf zum nächsten Quest. Nope. Moment. Wir gehen mal ein Stück zurück, also ein ganzes Stück zurück. Weil wir brauchen Schattenherz, weil die kann ja das Feuerding. Wir haben es nicht zu sehr kaputt gemacht. Sieht mir aber erstmal nicht so aus. Warten kurz, bis das Feuer aus ist. Perfekt. Hätte ich es absichtlich getimt. Asche. Au. I guess. Alter Schwede. Au, I guess. Hast du nur mal ins Gesicht gekriegt, das Ding. Holy moly. Brauchen, glaube ich, wieder was. War wohl eine dumme Idee. Okay, warum brennt denn hier alles? Karlaks Fury is a wonder to behold. Na, du magst Karlach. Wir gehen, ich wollte nicht mit dir reden. Aber wieso darf ich hier kein Feuer rausholen? Ich bin übel down. My faith will guide me. Kannst du mir nochmal Heilung geben? Wahrscheinlich, wobei ich trinke mal. So, da wir jetzt das Problem hatten, dass das
dass wir das nicht dürfen. Manchmal buggt das einfach. Gib mir meinen Zauberstab zurück, bitte. Please. Dann halt so. Dann sehe ich halt nicht viel. Rucksack. Windstoß, Silberbahn. Sonst fuckt ihr einfach alles. Hüpf. Kann hier hüpfen. Okay. Was geht denn hier ab bei euch? Oh, Knolle. Die Knolle haben wir schon mal platt gemacht, oder? Get over here and help! If we don't deal with them gnolls, none of us are getting out of here alive. Ich glaube, ich hätte ein großes Problem drin. Ich kämpfe nicht umsonst. Sehe ich mich schon. Personenbezaubern. Die Personenbezaubern wollen wir nicht benutzen. Ich bin so stark, ich bin nicht mehr umsonst zur Verfügung. Neues. Fine. Money's useless to dead men. There. You are fairly bought and paid for. 50 Gold oder was war das jetzt? Let's take them. War nicht mal fehlgeschlagen? That's curious. Die haben nicht so viel HP, aber das Shit. Dass die alle vorher dran sind, könnte problematisch sein. Und auch mit der verkackten Säure. Au. Ich glaube, die wären von der anderen Seite einfacher anzugreifen gewesen. Nee, jetzt habe ich immer den Höhlennachteil. Hopp. Achso, du bist Karlach, ne? Komm mal noch da hin. Run. Servus. Karlach nimmt dich. Karlach nimmt euch alle. Take the leader down. Good girl, Karlach. Try to hold the rest back. Aber wenn wir die Ads zuerst töten, ist es viel einfacher. Wenn die Leader, das ist der da, oder? Achso, ihr werft mit irgendwelchen Explosivsachen, mit dem Alchemistenfeuer wahrscheinlich. Naja, wenn der rankommt, können wir darüber nachdenken, den down zu machen. Er brüllt nur vor sich hin. Habt ihr gerade, ich glaube, zum Glück ist Karlach, Ding ist feuerresistent. So. Ja, dann niedere Position. 55, dann halt gegen ihn. Genau, fangt es ja an, je nun gut. Können wir auch abcasten sogar. Würde dann einfach nur mehr Damage machen, glaube ich. Aber nicht viel mehr Damage. Shit. I guess. Sometimes the only way out is through. Dann hier Hunger von Hadar. Wie werden der Deal? Have fun, guys. Ich gehe da mal einen Schritt zurück, ne? Würde mich nicht so einfach hittet, vor allem weil die geblindet seid da oben. Idioten. Blind. Niedere Position zu dunkel. Niedere Position. Schießen einfach auf den. Nice. Und noch ein Hit. Rettungswurf, Fernkampfangriff. Moment, ist nicht so smart, ne? Da einen Star zusammenzustellen.
werden nämlich alle da drin gefangen und geblindet. Kriegt alle schön Damage bei jedem Beginn eurer Runde. Nice. Am Ende des Zuges eigentlich auch, dachte ich. Hey, bist du doof? Ach, du bist ein Idiot, Mann. Warum gehst du in Hunger von Hazar rein? Das ist nicht so smart, was er da tut. Das ist nicht so smart, was er da tut. Bin aber auch blind, wenn ich da reingehe, glaube ich. Weswegen ich eigentlich lieber attacken würde. Ranged attacken. Nope. 70% am Popo. Der ist tot. Wir nehmen hier mal den höheren Platz ein. Und machen halt von hier oben Heilige Flamme zum Beispiel. Das. 84, ja viel besser, weil die blind sind, ne? Ah ne, Flint ist der Kriegsherr. Ah ja, gut. Dann nehmen wir halt den. Das war ein Crit. That was a fucking crit. Kommt bis hier hoch, ne? Yes. Nice. Jetzt könnte ich einen Kältestrahl nehmen oder einfach meinen schaurigen Strahl. Mein schauriger Strahl macht aber sehr viel mehr Damage. Blind zu dunkel. Blind. 60%, 70%, 91%. 60%, by the way. Ich würde da trotzdem nicht rein wollen, bin ich ehrlich. %40, 75. Schieß auf den. Zack. Und noch ein. Zack. Das ist natürlich schade. Der muss halt weiter durchlaufen. Durch den Shit. Du bist halt doof, ne? Ich gehe stark davon aus, dass Rugan sterben wird. Also es tut mir leid, es ist einfach nur unfassbar dämlich, in dieses Feld reinzugehen. Wahrscheinlich sollte ich die Konzentration aufgeben. Moment. Passivwerte. Ich will sie gerade nicht mehr wegschieben. Was? Schon wieder ein Parasite? Kommen die ganzen Parasiten auf einmal her? Welche Mistenfeuer? Damit haben sie geworfen. So, wir reden mit euch. Hallo Rugan. Thank the gods, that's over. Wish you'd been with us when the beasts attacked on the road. Might have been more survivors. I don't suppose you saw anyone. Doch, irgendwo haben wir ihn gesehen. Hätte nicht gewusst. Ach nee. Nee, die Gnolle waren das, ne? This whole journey's been one grim sight after another. Gnolls, goblins. Oh, ihr habt Drow getroffen? Wo das denn? Risen Road's more dangerous. Stiegstraße. Achso, jetzt. You're the first friendly face we've seen since Eltergard. Eltergard ist weit von hier. Wo wollt ihr denn hin? We're bound for Baldur's Gate. Got some cargo to deliver. But we've a stop to make along the way. Und wo? Joaquin's Rest. It's just up the road. I'd be enjoying a mug of ale right now if those beasts hadn't jumped us. Kann ich wahrscheinlich noch hingehen, oder? You look like you know how to handle yourself. Ein bisschen. My associates. We've got our own drinking spot by the tavern. Invitation only. Tell the fellow on the door, little serpent, long shadow. He'll take good care of you. Nice. Rugan! It's fine. We'd be dead if they hadn't shown up. A little hospitality won't do any harm. Gedanken wahrnehmen. Jetzt würde ich gerne wissen, ob das jetzt eine Falle ist oder nicht. Das wäre natürlich super, wenn ich das raus. Snap!
Shame we lost so many agents. But the chest is all that matters. Zaris would have our hides if we lost it. Wurde Vakuuls Ruhe wurde niedergebrannt. Ich soll die Lieferung für Zaris beschützen. Black Hand be thanked. I didn't think anyone would find us. We'll take the chest back to the hideout. I owe you a drink. Lots of drinks. Aber das ist keine Rettung, sondern ein Überfall. Ich will die Truhe. Was ist in der Truhe? Since when does a mule know what it carries? Schon eine Weile? Achso, ich kann übrigens meine Kamera wieder anmachen, by the way. Kamera? Bin fertig mit Essen. Das ist keine Rettung, sondern Überfall. Gebt mir den Scheiß. Oh ne, das will ich nicht. Das kostet mich was. Gib hier. Ja, krieg ich wohl hin. Bam. You bloody idiots. If Zaris doesn't get that chest, she'll have us all killed. Jo, seid ihr quasi eh schon tot. You saved my life. I'm grateful for that. Zaris will be too, but I need to deliver the cargo. This is the point when you walk away. Ich hab's doch geschafft. Das ist ein Moment, in dem ich anfange. Das ist das Problem eures Auftraggebers, aber wir können das Zeug selbst verkaufen. Falsch, das ist der Moment, in dem ich anfange zu schlitzen. Wir können das Zeug selber verkaufen. Sehe ich mich doch. Selber verkaufen, Leute überzeugen, manipulieren. Yes! I like the way you think. Didn't expect to turn this horror show to my advantage. But why not? The chest's all yours. Damn thing's sealed tighter than a duke's purse strings. So there's no point in trying to open it. Are you sure? I know a fence in Baldur's Gate who'll take it off your hands. Nobody will be the wiser. Don't try to cut me out of the deal, though. The Black Network has eyes on Blades. Das schwarze Netzwerk. Everywhere. Crafty swine like you could make a name for yourself in the Zahenterim. Make sure to drop by our hideout. Dankeschön. So, das ist jetzt unsere Lieferung. Geil. Keine Ahnung wofür, aber wir haben eine Lieferung. Jenor. Oh. Zertrümmerter Pflegel. Trifft er mit seiner Waffe einen. Was ist das? Ein Gegner, so wird der Anwender um 1 bis 6 Treffen geheilt. Kann jedoch wahnsinnig werden, wenn er nicht weiterhin den Zug einen Feind trifft. Okay. Gedankenschinder Parasit. Knolljäger. Hyäne. Die Hyäne will aber wohl looten, oder? Moment, das war Lizelle. Mit dir wollte ich ausnahmsweise nicht sprechen. Rugen verzieht sich. Kann ich mit dir noch reden? Okay, gut, dann halt nicht. Schon verstanden. Dann nehme ich halt nur die Ohren mit. Warum hat eigentlich die Höhle so explosiv, verdammt, ey? So, wir müssen das hier mitnehmen oder wir öffnen es halt einfach. Schlossknacken. 20 habe ich vermutet. But we try, nevertheless. Das sieht schlecht aus. Yes. Ich finde gut, dass sie ignorieren. Dass ich einfach versuche, die Truhe zu öffnen, die sie gesagt haben, nicht öffnen. Ach komm schon. Also über 50 müssten wir schon würfeln wahrscheinlich. Also 25% Chance oder sowas. Ja, das hilft zum Beispiel. Das hilft. Sehr schön. Truhe offen. Was ist denn da drin? Eisenflasche. Leuchtende Flasche. Flasche, die Freunde und Feinde enthalten kann. Macht vermutlich erst was? Erstere zu letzteren. Freunde und Feinde enthalten kann.
What the fuck? Karlach, ich glaube, das ist was für dich. Karawanenschatulle. Wer braucht die? Wie schwer ist denn die eigentlich? Die wiegt 10. Die fällt mir frei. Warum hast du eigentlich nicht deine Nahkampfsachen raus? Du hast aber Platz. Schlepp die mal mit. Komm. Aufheben. Lisel, du nimmst die mit. Für den Fall, dass wir damit irgendwie jemanden täuschen müssen. Breathe deep and move. Was geht denn hier noch alles? Irgendwas klimpert hier. Ist das mein Eisding? Was da klimpert? Was? Offene Ketzerei? Rucksack? Das nehmen wir mit, den Rest nicht. Was ist denn offene Ketzerei? Nur weniger erkennen Char als Göttin der Schöpfung oder Seluna als Göttin der Zerstörung an. Doch beides stimmt. Geboren im Uhrzeichen auf und ab der Zeit haben sie gemeinsam Abei Toril erschaffen und Shanto, die Mutter des Lebens, begann zu existieren. Licht und Dunkelheit befanden sich im perfekten Gleichgewicht. Von Char geliebt, von Seluna leuchtet. Doch ihre Schöpfungen waren kalt und distanziert und Shanto betete um Wärme. Diese entfachte Bitte entzweite die Schwestern. Trieb sie in einen Konflikt, durch was Loon, die Abei Toril, das wahre Feuer aufzwängte, indem sie die Sonne entfachte. Wie konnte Char durch diesen Verrat nicht verletzt sein, gezwungen, einen Krieg nicht nur gegen das Licht der Sonne, sondern auch gegen das Licht des Mondes zu führen? Die Götter zerrissen sich gegenseitig und bildeten dadurch neue Götter und neue Konflikte, alles nur um ein wenig Wärme willen. Daraus lässt sich lernen, es ist nahe Tai, selbstsüchtig die eigene Behaglichkeit über das Schicksal aller Existenz zu stellen. All jene, die es begreifen, wird die Herrin des Verlustes immer Gehör schenken. Aufheben. Und da ist noch ein Rucksack zum Looten. Dat. Die Lagervorräte kann man mitnehmen. Weinkaraffe. Der Rest hätte ich jetzt nicht mitgenommen. Da ist noch eine Holztruhe. Ich habe jetzt echt Angst, hier irgendwie was... Wait. Entschärfen. Hallo? Karlach, kannst du mal die Truhe zur Seite heben? Danke. Good girl. Entschärfen würde ich gerne. Mit göttlicher Führung. Glaub zwar nicht dran, aber es hilft. Das Schattenherz dran glaubt. Auch wenn es jetzt nicht notwendig war. Hallo? Hab ich die nicht entschärft? Ich hoffe. Schloss knacken. Ja, 10. 10 schaffen wir ja wohl. Ja, ganz spannend. Würfel. Voll die Würfelorgel gerade hier. So. Griff der Vernunft. Stete Wachsamkeit. Wenn der Träger einen Kampfrausch beendet, erhält er 15 temporäre Trefferpunkte. Yo, what? Karlach? Your thing. Sprechen mit Tier, Laser, deine Sachen. Holzfass. Noch mehr Sachen. Kiste. Kann ich die Fackel anmachen? Ja, ich sehe was. Wahnsinn. Ich sehe was. Hier sind noch mehr Holzfässer. Lagervorräte, noch mehr zu saufen. Geil. Faulte Hühnereier brauchen wir nicht mitnehmen. Kiste. Was ist da drüben? Hier war da auch noch was. Hier darf ich da nicht. Doch, darf ich hinspringen. Kisten. Ja. Mehr. Vorräte, also Vorräte gibt es sau viele. Schloss knacken. 5. Alles nur keine 1. Sehr geil, alles nur keine 1. Reicht. Reicht ja völlig aus, selbst ohne Bonus. Reicht alles ohne 1 aus. Ist auch nicht viel drin. Was haben wir davon, hier zu sein? Wir werden die Gnolle umgehen können, glaube ich. Das ist, was wir davon hätten. Wir hätten nicht mit den fighten müssen, wenn wir hier lang gehen. Ich höre irgendwie, meiner Meinung nach, mit Gedanken wir haben Tiere sprechen nicht an.
Aber den Tiere sprechen nicht an. Kommt ihr hier nicht zurück? Ist das euer Ernst? Aha. Hilfe! Was geht hin? Der Halbling ist da echt ein Problem, dass ich auch dahin nicht springen darf hier. Hongkong! Aber ich kann von da hier hochspringen, ist vielleicht viel einfacher. Aber lass mich raten, du kannst es nicht. Du kommst hier nicht so hoch, ne? Das Halblingsein ist kein einfaches Leben, sind wir ehrlich. Weil der kommt da nicht hoch. Das heißt, er muss es wieder einen Nebelschritt machen. Ich kann übrigens mal das eigentlich wieder einblenden, denke ich. Auch im Gespräch. Bei den anderen Sachen können wir eigentlich auch einblenden. Das sieht doof aus und das sieht auch doof aus. Das blenden wir nicht ein. Ich würde aber gerne, dass ihr alle eure Nahkampfsachen draußen habt. Auch immer das schnell wechseln kann. Einfach nur. Man weiß ja nie, was passiert. So. Hüpf doch einfach. Was will mit TP, wenn wir da runterhüpfen? Das ist doch doof. Hier, geht auch. Ups. Abgrund. Ich sehe es halt wirklich nicht. Ich brauche das Licht. Sonst erkenne ich es halt nicht. Jetzt sind wir zu hoch. Nicht erreichbar. Am Arsch nicht erreichbar. Okay, der ist irgendwie verwirrt. Die eine Stelle, wo ich hinspringen darf. Da. Dude. Danke. Lazel zeigt mir erstmal, wie man richtig springt und springt einfach noch eins höher. Geil. Das ist ja eine Ansage. Verfaulter Fisch. Irgendwelche Milchkannen. Ich bin nicht sicher, ob man das da sprengen kann. Können wir das Lagerfeuer auf jeden Fall hier anmachen. Kerzen. Holzkoffer. Oh. Holzfass. Vorräte. Let's go. Ich glaube, ich habe bald genug Vorräte für das ganze Spiel, aber was soll's. Besser zu viel als zu wenig, ne? Besser man hat, als man hätte. Wird der Schwab jetzt sagen, so. Moment, ihr habt mir aber dann die Falle an den Kopf geworfen, oder was? Eigentlich? Hätte ich euch doch sterben lassen sollen, ne, ihr Schweine. Diesen komischen Stein müsst ihr dann eigentlich dahin gebaut haben, wenn ihr hier wart. Das heißt, vor allem, man kommt nach hinten nicht mehr so gut raus, ne? Hallo. Open up. Okay, wir treffen uns in eurem Versteck, habt ihr gesagt. Ich kann hier noch hochklettern. Was nützt mir das? Was nützt mir das Klettern bis hierhin? Außer es ist ja Eingeweide sind, die ich looten kann. Von den Dolch. Moment, ich komme noch höher eigentlich. Laut der Anzeige. Oder ist das gerade eine falsche Anzeige? Hier ist eine Anzeige. Ach nee, das ist doch das im Tunnel, oder? Ja, das ist der Weg im Tunnel, oder? Hier, der Bereich. Nee, eigentlich nicht. Ich bin verwirrt. Ist aber auch nicht so wichtig. Können auch Balsam mitnehmen. Hat man lange nichts mehr. Bisschen Balsam für die Seele hier. Da unten waren wir. Hier sind wir jetzt hoch. Herbstkrokus können wir auch noch mitnehmen. Noch ein bisschen Balsam. Den müssen wir wieder wahrscheinlich ein bisschen herstellen. Die Sachen verbrauchen. In Tränke gießen. Und das ist die Hyäne, die wir schon getroffen haben, glaube ich. In the blood. What does it mean? Wait. The symbol in the blood ist doch das da, oder? What does it mean?
Oder bin ich verwirrt? Ich glaube, den hier kann ich mal wegmachen, den Wahrnehmungscheck. Löschen. Ich habe hier noch irgendwo einen markiert. Überleben. Achso, da kann man ein bisschen... Die sind ja häufig nicht so wichtig, sind wir ehrlich. Das Teehaus war das Hexending, ne? Zerstörtes Dorf, hier ist auch noch Sachen unerkundet. Will ich die ganze Map erkunden, ist so ein bisschen meine Frage. Wahrscheinlich eigentlich schon. Weiß nicht, was ich hier davon hätte. Kann ich wieder runterhüpfen, kann ich wieder eine Abkürzung nehmen. Bin mir nicht sicher, ob es Stellen gibt, wo einfach Events bei mir nicht aufgetreten sind, weil ich die Art und Weise, auf die ich halt Sachen gelöst habe. Sonst hätte ich, glaube ich, Leute waren das wieder getroffen. Das hört sich sehr nach einem Bärenproblem an hier in der Gegend. Ha. Ist die Gegenseite davon. Irgendwas schnaubt hier drin, sehr, sehr hart. Gut. Ja, gehen wir nochmal hier nach Norden. Wir müssen nach Westen, ne, nach Osten meine ich natürlich. Und dann nach Norden. Wir haben noch eine kurze Rast. Machen wir mal, damit wir unsere... alles healen und damit wir unsere Punkte aufladen. Komme ich hier runter? Ich komme sogar runter. Guck mal eine an. So, und dann gucken wir mal hier nach Norden. Ah, die Stiegstraße. Wegpunkt entdeckt. Wenn ich mal einen Millimeter weiter gelaufen. Das habe ich irgendwie nicht verstanden. Welches auch Ende dann. Accidental Sabotage. Laser. Dein Ding. Überall Blut, das ist zusammengestürzt, das ist halt ein bisschen kacke. Okay, kommen wir nicht weiter. Stiegstraße lang ist nett. Das heißt, ich denke, wir haben soweit den Smaragdhain haben wir auch erkundet. Nicht ganz komplett. Sind wir ehrlich, nicht ganz komplett. Vor allem immer so weit laufen, das ist so ein bisschen das Problem. Vom Umgebung des Smaragdhains bis in den Smaragdhain rein ist ewig weit weg. Ich glaube, wir haben das meiste gefunden, also. Reise über den Gebirgspass, erreiche den Gebirgspass, erreiche die Gidjanki-Krippe. Jetzt ein bisschen die Frage, ob wir die Gidjanki-Krippe überhaupt erreichen wollen, ob wir jetzt Lazel ihren Willen lassen wollen, sollen? Wahrscheinlich schon, oder? Sonst mag die uns ja gar nicht mehr. Hier ist übrigens auch noch ein Weg. Dann gehen wir nach Wokins Ruh. Ja, hier ist immer noch problematische Sachen passiert, sagen wir mal so. Faustregut Efren. I promise my shield and my sword, Vigilant One. Let them be my courage. Dass man mit nichts bestätigen kann. Also mit der Tastatur kannst du einfach nicht die Gespräche machen. Hier war ich, glaube ich, letztes Mal noch nicht hingelaufen. Oder steht sogar noch ein Ochse drin. Hat anscheinend ein Goblin geplättet, der Ochse. Monsters everywhere. Ganz entspannt, mein Kleiner. Überzeugen Sie mich an, ich bin kein Monster. Bleib weg, ich will nichts tun, aber ich werde. Nein, überzeugen, ich bin kein Monster. Bomb. Geschafft. No, you're not. There were small like you, but uglier. I was ready to run you through, my mystique friend. Oh, wow. Schon gut, was hier passiert. Monsters. Little ones and taller ones. They took the shiny one. He killed many.
einen glänzenden. Hast du Goblin im Stall getötet? Hast du Goblin im Stall getötet? It was screaming, weaving around its metal. I made him stop screaming. Gute Ochse. Kannst du den toten Ochse? He was the biggest. Now I'm the biggest. Das sind wichtige Details. Holzkisten. Mehr Vorräte. Oh. Oh. Okay. Da haben wir noch Holzkisten. Das ist auch eine Tür. Karlach, ich brauche deine Hilfe. Ich glaube, die Kisten müssen zur Seite. Dankeschön. Wo geht's denn hier so hin? Sieht aus wie ein... Oh, Fluchtweg. Hallo? Ganz entspannt. A human man awaits you. A spell crackling at his fingertips. Rugans Losung rufen, keine Schlange, großer Schatten. Versuchen wir das damit, würde ich sagen. Klappt, ne? Yes. Aber gerade so. Genau on point. Oh, Helm's Orbs. I thought you were flaming fist. Nope. Well, down you go then. They'll be on us soon. So if you're looking to trade, you best be quick. Entrance is hidden behind the wardrobe. Here's the key. Dankeschön. Was gibt's hier so? Gibt's irgendwas Spannendes? Außer vergammelte Tomaten? Bisschen Klamotten, Holzkoffer. Nö. 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 Das ist vor allem fies, nicht? Ist ein Explosivfässer. Irgendwelche Vasen? Ja, da wird ja nichts drin sein, wirklich. Okay, wir brauchen wieder Licht. Wieso ist es immer überall so dunkel, ey? Hammer. Moment. Eingang ist hinter der Garderobe, hat er doch gesagt. Hier ist der Schlüssel. Was können wir denn trade? Achso, hier. Luke. Hallo. Centarium-Keller. Es gibt so viel zu entdecken in diesem Spiel. Und jede Menge leere Kisten. Oh, die ist nicht leer. Nom 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 nom. Die auch nicht. Nom 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 nom. Wurst und Wein. Gute Kombination. Wurst und Wein, das lasse ich nicht sein. Wurst und Wein, das muss hier rein. Achso, hinter dem Kleiderschrank, ne? Hatten sie gesagt. Moment. Der Eingang ist hinterm Kleiderschrank? Hinter welchem Kleiderschrank? Knoblauch. Knoblauch brauchen wir immer. Hätte es auch von vorne nehmen können. Ich wollte jetzt nicht mit Laser reden. Achso, hier, Kleiderschrank und so. Schlüssel haben wir gekriegt. Geheimtreppe. Wegpunkt erreicht. Wird gespeichert. Warum sehen wir durch die Wand? Die Leute. Servus. That's far enough. What's your business down here? Answer honestly and maybe we'll kill you clean. Warum ist jetzt Schattenherz? Well, hold your arrows. This is Rugen's savior, I'll bet. He told us all about you. Come on in then. Any friend of Rugen's is a friend of the family. Warum seid denn erst so antiaggressiv, ey? Verbindungen sind alles. Ben ist inspiriert. Geil. Inspiration. Hat Wahrnehmung fehlgeschlagen? Das gefällt mir jetzt schon nicht. Das gefällt mir jetzt schon nicht. Wahrnehmung fehlgeschlagen ist immer ganz schlimm. Und alle haben Wahrnehmung. Ach nö. Och, nö. Hast du mich jetzt reingelassen und das ist eine Falle oder was? Granitstein entschärfen. Das sind wirklich Fallen. Habt ihr den Arsch offen?
Okay, aber sie sind ausgeschaltet. Steal anything. You're dead. Okay, ihr seid nicht sonderlich fröhlich, freundlich zu mir. Ja, das sind hier viele Fallen. Hebel. Also wahrscheinlich der Fallenhebel, ja, den brauche ich jetzt nicht. Den brauche ich jetzt nicht. So. Hier ist. Oh, wollen die alles in die Luft jagen oder was? Rauchpulverfass. What's up for discussion? Well, don't you cut a fine figure. Want your portrait done? If you have the gold, my pet artist will make you a most heroical likeness. Ich mache eine gute Figur, ich nehme eins. Moment, warum ist. Warum ist mein Helm ausgeblendet? Ihr habt einen Künstler. Let's say we're his patrons, yeah? Found him wandering the wilds alone. He needs protection. And if his paintings cover our costs, so much the better, eh? Kommt an, wie viel das kostet. Klingt gut, dann nehme ich eins. You've got an eye for quality. Every noble in Baldur's Gate will be after one of these. Tell him I sent you. And if he stains it up with his sniffling, there'll be hell to pay. Okay, warum ist Karlach eigentlich im Level-Up? Helm ausblenden, Helm anzeigen, habe ich doch vorhin schon mal gemacht. Warum ist Karlach, what the? Die ist das einzige jetzt Level 6? Die ist ein bisschen inspirierter als alle anderen, kann das sein? Die hat wahrscheinlich richtig XP für ihren Klassending gekriegt, ne? Du kannst nun öfter je lange Rast in Kampfrausch geraten. Tierherz aktualisieren, gnadenlose Wildheit, das ist der Heal. Sturzschlag, Urmassenflucht. Stimme vorwärts, greife alle Gegner im Weg an und wirf sie möglicherweise um, sodass sie liegend sind. Zwei Züge liegend, Tigerherz. Bluten zu lassen, schlage zu, um bis zu drei Gegner gleichzeitig zu treffen. Wolfsherz. Kampfrausch und anstachelndes Heulen. Jeder Verbündete seinen nächsten Zug um 30 Meter bewegen. Nahkampfangriff gegen Feinde im Abstand von dir sind der Vorteil. Wir nehmen Wolfsherz. Das heißt, sie kriegt aber auch andere Piercings, ne? Sie kriegt Wolf-Piercings demnach. Das sind die Tiger-Piercings, das sind die Elch-Piercings, Adler-Piercings, die hatten wir ganz am Anfang, Bären-Piercings. Aber die Wolfs-Piercings sind schon ganz cool. Tierhaftes Aussehen. Nimm die Kräfte eines anderen mächtigen Tieres an. Wird sich der Wolf jetzt anbieten. Bisschen Heimlichkeit geübt, kannst den Aspekt des Wolfs nutzen. Du und Verbündete in der Nähe fügen ihrem Heimlichkeitswurf ein Geschicklichkeitsmodifikator als. Dein Geschicklichkeitsmodifikator als Bonus hinzu. Der ist plus 1. Die hat halt 13 Geschick. Das. Viel Fraß. Wenn du ein blutendes oder vergiftetes Tier angreifst, verstümmelst du es außerdem einen Zug lang. Deine Tragekapazität ist verdoppelt und du bist bei Stärke-Rettungswürfen im Vorteil. Stärke können wir eh schon ganz gut. Du erhältst Resistenz gegen Fallschaden. Warum haben wir eigentlich ihre Stärke nicht auf 18 gebracht? Was habe ich denn da gewählt? Aspekt des Schimpansen. Deine Resistenz gegen Fallschaden und geworfene Lagervorräte machen Ziele. Was? Und geworfene Lagervorräte machen Ziele blind. Okay. Krokodil, deine Bewegungsrate ist um 3 Meter erhöht, solange du auf wasserbasierten Oberflächen stehst. Auf glitschigen Oberflächen bist du außerdem bei Rettungswürfen gegen umgeworfen und liegen im Vorteil. Adler, du kannst Dunkelheit bis zu 12 Meter weit sehen und du bist bei Wahrnehmungswürfen im Vorteil. Elch, du kannst den Aspekt des Elchs nutzen, um dir und Verbündete eine größere Bewegungsrate zu verschaffen. Das ist also was Aktives. Der Adler ist einfach was Passives. Honigdachs. Wenn du zu Beginn deines Zuges vergiftet, verängstigt oder bezaubert bist, hast du eine Chance, um 50% in Kampfrausch zu geraten, ohne eine Kampfrauschladung zu nutzen. Aber das ist doch beschissen, wenn ich verzaubert bin und in Kampfrausch komme. Weil dann greife ich meine eigenen Leute mit Kampfrausch an. Hengst. Spurten gewährte temporäre Trefferpunkte in Höhe des doppelten Wertes deiner Stufe. Tiger. Und du erhältst einen zusätzlichen Stärkemodifikator bei Angriffswürfen gegen blutende oder vergiftete Ziele und bist in Überlebenskunst geübt. Heimlichkeit ergibt leider keinen Sinn. Ich sehe mich beim Adler mit den Wahrnehmungen. Bei Weisheit ist sie halt richtig beschissen. Aber Vorteil ist halt immer noch gut. Kann man einfach so halt gut werfen.
Ich glaube, das ist das Krokodil sogar. Auf glitschigen Oberflächen bist du außerdem bei Rettungswürfen gegen umgestoßen werden und liegend im Vorteil. Damit sie halt nicht disabled werden kann, so einfach. Gerade gegen Wasser und sowas, also gegen Eisoberflächen, ist das, glaube ich, sehr, sehr gut später. Ein zusätzlichen Stärke-Modifikator bei Angriffswürfen gegen Bluten und Vergiftete bist du ein bisschen Überlebenskunst geübt. Temporäre Trefferpunkte, wenn man sprintet, ist auch ganz witzig, aber das macht man halt nur einmal am Kampfbeginn und dann normalerweise sprintet man nicht mehr so viel. Honigdachs, Elch. Mehr Bewegungsrate. Wahrnehmungswürfe im Vorteil. Bär, Tragkapazität verdoppelt und Stärkerettungswürfe im Vorteil. Das würde sich halt noch tankiger machen, dass man sie nicht umwerfen kann oder wegschieben kann einfach. Aber das ist eigentlich jetzt schon relativ gut mit plus 3, bald plus 4. Das ist jetzt nicht so viel Fraß. Verstümmeln. Was bedeutet verstümmeln? Bewegungsrate ist auf 0 verringert und Geschicklichkeitsrettungswürfe sind im Nachteil. Verstümmeln hört sich eigentlich auch gut an, wenn man sie vergiftet oder blutet. Zusätzlichen Stärke-Modifikator, Bonus oder Abzug auf Basisattribut. Bei Angriffen gegen blutende oder vergiftete Ziele kriege ich den Stärke-Modifikator und ein bisschen Überlebenskunst geübt. Ich treffe halt blutende oder vergiftete Ziele besser. Ich glaube, wasserbasierten Oberflächen ist halt auf der anderen Seite wieder so zufällig. Ich weiß nicht mehr, ob da Eis reinzählt, auf wasserbasierte Oberfläche. Komm, wir holen uns den dauerhaften Wahrnehmungsvorteil. Let's go. Damit ist sie Level 6 als einzige. Alle anderen fehlt noch einiges. Also 27, ne, war mein 2, 32, hat er irgendwie 50 oder sowas gekriegt für ihre Quest, ne? Still breathing, despite everything. Kann ich mit dir reden eigentlich? Something I can help you with. Hier, traden. Du hast Färbemittel Babyblau, Lavendel, Limette, Zitrone, Färbemittel Blassrosa, Weiß und Scharlachrot, verdünntes Öl der Schärfe, Diebeswerkzeug. Wir haben 5000 inzwischen, holy shit. Fallenentschärfungswerkzeug. Die Ringe, ich würde die Ringe bezahlt, aber nicht so viel. Da haben andere Händler mir schon mehr gegeben. Ich will erstmal mit ihm reden. Bist du der Gefangene? Bist du der Dude? No. No, thank you. Oi, leave him be, eh? You've got an appointment with Zaris and she don't like waiting. Mit Zaris? Mit wem soll ich reden? Free me now, and I'll see that my patron rewards you. Can't slow down. I need only tell her it's a gambling pit. Oh. You're the one who recruited me, Rugen. You're the one who taught me rule number one. Remember? Dem geht's nicht so gut. No. Ollie didn't remember either. Did you, Ollie? Oh shit, der ist tot? You're dead the moment you steal from the Zentarim. No matter who you are. You recall an old Zentarim proverb coined by their founder. Stahl tötet Feinde, doch Gold schafft Freunde. Erinnern wäre schon ganz cool. Ich habe bereits mehr Verstand als Rugen bewiesen, lasst uns zusammenarbeiten. Ich komme hier lebendig raus und ihr auch, wenn ihr euch anstrengt. Stahl tötet Feinde, doch Gold schafft Freunde. Seems you know our ways better than poor Rugen here. There's not much money in retribution. True. Tell you what. You've already taken Rugen's cargo. So finish the job and I'll let you live. Deliver it to Baldur's Gate. Oh. And kill him. Nee, das sehe ich nicht ein. Warum? Die Lieferung wurde geöffnet. Hoffentlich kein Problem. So close. So close to walking out of this alive.
Oh shit! Oh shit! They've got oil everywhere! Ich bin instant tot und zwei andere sind am Sterben. Nur Karlach hat's überlebt, weil die feuerresistent ist. Alright, Karlach, it's go time. Ich hab schlechte Nachrichten, sag ich mal so. Ich fürchte, das überleben wir nicht. Also Karlach kann ja viel, aber das... Wieso? Sie kann einfach nicht mehr hier hoch. Zipu ist nicht erreichbar. Weil auch, ja, keine... Dahin müsste ich, kann ich irgendwie... Ich müsste da hinspringen. Ja. Hier hinten drüber könnte ich da hoch. Die sind ein bisschen gemein. Ich glaube, ich werde das doch neu laden müssen. Das ist einfach zu viel tot. Einfach alles explodiert. Einfach alles explodiert. Ich müsste halt da... Ich meine, wir könnten hochgehen und dann das Ganze nochmal machen. Wenn wir da oben stehen, ist das nämlich nicht so problematisch. Weil da ist kein Öl. Oh, Scheiße. Wonder if the fist pay better than this lot. Okay. Ben, wir gehen hoch. Scheiß auf die Typen. Wir reden gleich mit denen von oben aber. Ist das hier auch alles? Das ist Wasser. Geht's denn hier noch hin? Wasser. Ich brauche auch schon wieder Licht. Ich sehe halt einfach nix. Die mögen uns dann, glaube ich, nicht hier auf der Stelle. Näherungssprengstoff. What the fuck? Okay. Ja. Dann ohne. You're the one who recruited me, Rugen. Ist mal weit weg. Now you're dead. No matter who you. You recall an old centering proverb. There's not. Tell you what. Oh, and kill him. Jetzt bin ich zumindest oben. Es ist es eher machbar als vorher. Aber die Zenkari mögen mich wohl schon wieder nicht. Ich vermute... Time to push my luck again. Blöde Frage. Aber wenn ich da... Hunger von Hadar hin mache. Einfach so dahin. Könnt ihr mich doch von da eigentlich nicht angreifen? Ja. Ne? Und dann ist der andere Aufgang hier hinten gewesen. Mal sehen, was passiert. Ich gehe mal zurück. Kann ich den noch angreifen? Ich kann den sogar noch angreifen, auch wenn es zu dunkel ist. Zack. Zerus. Ach, das ist die Tante, die gerade geredet hat, ne? Wir merken es jetzt noch alles nicht. Du bist neutral. Die sind irgendwie weg. Okay. Spannend. Heilige Flamme, ich komme nicht bis hin. Das ist natürlich schade. Dann nicht genügend Reichweite. Ja. Das tötet das Ding doch, aber so ziemlich instant. Hat ja nur 20 HP. Der Hunger von hat er überzogen mit Gift. Okay, Spurten. Spurtest du jetzt echt den Hunger von... Seid ihr doof? Überzogen mit einfachem Gift. Spurten. Ist halt ein bisschen blöde. Jetzt bin ich mir mal ehrlich.
Mehr kann ich mir, also anders kann ich mir das nicht erklären. Bei dir ist nicht zu dunkel, finde ich gut. Dann gebe ich nämlich dir. Bram, kritischer Treffer. Nice. Die ist schon fast dead. Die kann zurückschießen, die Sau. So haben wir nicht gewettet. Ja, Stille nützt uns tatsächlich nicht so viel, glaube ich. Prozent. Lenkendes Geschoss. Wir wollen noch ein Stück weiter. Wir sind aber noch nicht ganz drin. Lenkendes Geschoss. Ziel außerhalb der normalen Reichweite. Dann versuchen wir doch noch ein bisschen hier ranzukommen. Ja, 80%, komm schon. Zack. Stufenanstieg. Wuhu. Ja, dann geben wir die halt noch. Wenn du so auf den Hunger von halt dastehst. Passiv. Leute rumschieben. Weil dann schiebe ich ihn raus eigentlich. Wenn ich den angreife. Aber er ist eh tot. Todestod. Wir machen ein bisschen Hobo-Mörder-Action hier. Hey, Schenkelschuss, ich glaube, es hackt. Bist du gerade auch da reingelaufen? Sehe ich das richtig? Nee, bist du nicht. Bist du noch gerade so nicht? Und dann. Oh, ich habe keinen Stufe 1 Slot mehr. Das ist natürlich blöd. Dann Holy Flame hier. Schade. Ich müsste jetzt halt den Hunger von Hadar fallen lassen, glaube ich, damit ich da weiter Action machen kann. Dann machen wir das, glaube ich, mal. Sprung! Gott, du stehst eher im Weg, wenn wir jetzt da hinlaufen. I'm heating up. Hopp. Ich kann eh nicht mehr. Ja, gut. Bitte mit Nahkampf. Danke. Rücksichtsloser Angriff. Kritischer Fehlschlag wäre kacke gewesen. Ganz entspannt. Hab ich hier noch jemanden in Reichweite? Nee, ne? So viele sind es echt nicht, die hier übrig geblieben sind. Unsichtbarkeit. Ich glaube, wir können bei dir auf den Nahkampf gehen und du sprintest halt einfach. Moment, das ist Wasser, okay. Bleed for me ist eine gute Ansage. Bleed for me ist was, was ich ziemlich nice finde. Und weil ich es witzig finde, hau ich ihn, glaube ich, erst. Hau ich ihn einfach nochmal. Okay. Und da er das überlebt hat, fliegt er jetzt. Ach, dammit. Tatendrang. Pieks, pieks. Lässt sich jetzt pieksen. Geh doch. So, jetzt sind wir bei allen anderen auch im Level up. Ich denke mal speichern, bevor wir das nochmal machen müssen. Level up. Stufe 6. Unterklassenmerkmale. Was haben wir bekommen? Ein tropischer Schutz. Lass als Reaktion ein Angriffswurf gegen dich im Nachteil sein. Wenn der Angriff scheitert, bist du einen Zug lang bei deinem nächsten Angriffswurf gegen den Angreifer im Vorteil. Okay, und wir kriegen einen neuen Zauber. Noch eine Stufe 3 Zauber könnten wir kriegen. Arme von Hadar. Verhindere, dass Ziele Reaktionen ausführen können. Bei Rettungswurf. Aktion.
Fesseln. Schränke die periphere Sicht einer Kreatur ein, damit sie dich ansieht. Spiegelbilder, Fluchbrechen, Vampirgriff, hypnotisches Muster. Sehen können, sie können weder Aktion ausführen noch dich angreifen. Auch ziemlich stark. Alle, die es sehen können. Gegenzauber. Zum Scheitern. Der Zauber darf höchstens dritter Grad sein. Ist der Grad höher, muss der ein Attributswurf gelingen. Furcht, Fluch. Lässt dich dem Ziel den Schaden zufügen oder bewirken, dass das Ziel keine Aktion. Was? Verflucht eine Kreatur durch deine Berührung. Schlecht, muss ich dran sein. Der Fluch bewirkt entweder Nachteil bei Würfen und Rettungswürfen oder Angriffen. Lässt dich dem Ziel zusätzlichen Schaden zufügen oder bewirken, dass das Ziel keine Aktion ausführen kann. Achso, oder. Zusätzlicher Schaden oder. Auch wenn sie mit Verbindung zerbersten, fügt allen Kreaturen und Gegenständen in der Nähe Schaden zu. Kreaturen aus anorganischem Material wie Stein sind beim Rettungswurf im Nachteil. Zerbersten wäre sehr, sehr gut gegen solche Konstrukte. Großer Flug. Versieh dich selbst oder einen Verbündeten mit der Fähigkeit zu fliegen. Gasförmige Gestalt. Verbinden eine winzige Gaswolke, die nicht fallen kann und durch kleine Öffnung passt, ist es sehr schwierig, ihr Schaden zuzufügen. Außer mit Wind. Wind ist da immer ein Problem. Gegenzauber. Hypnotisches Muster. Hypnotisches Muster. Hypnotisierte Kreaturen, die ihr Muster sehen können, sie können. Das trifft aber auch Verbündete. Nicht nur Gegner, es trifft auch Verbündete. Fluch brechen. Vampirgriff Dunkelheit. Krone des Wahnsinns. Ich glaube, ich würde ganz zerbersten nehmen, damit ich was habe, was besser gegen Konstrukte und also Golems und sowas wirkt. Zauber ersetzen. Wir könnten einen ersetzen, den wir selten benutzen, die Unsichtbarkeit. Da wir eh nicht mit der ganzen Gruppe schleichen können. Und könnten dafür nehmen, einen, den wir eher benutzen wollen. Wie Furcht, hypnotisches Muster, gasförmige Gestalt, Flug, Gegenzauber, Fluch. Gegenzauber könnte auch echt gut sein, glaube ich. Wir nehmen den Gegenzauber, glaube ich, mal mit rein, einfach nur, um ihn zu haben als Utility-Spell. Alternativ könnten wir diesen Flüstern, aber gar nicht so kacke. Für psychischen Schaden. Oder Person bezaubern. Krone des Wahnsinns. Wäre natürlich auch cool. Ein humanoiden Gegner und den nächsten. Dann könnten sie halt nicht mehr ordentlich höllischer Tadel. Also es verbraucht halt Zauberplätze. Das ist das Problem, ist bei höllischer Tadel. Ich habe nicht so viele Zauberplätze. Und Gegenzauber haben wir wahrscheinlich eigentlich ein ähnliches Problem. Der Hexenmeister-Zauberplatz ist in einem Kampf deutlich mehr wert als irgendein anderer Zauberplatz, den wir dann damit verhindern. Von daher wäre ich eher bei hypnotisches Muster, um Leute zu CC'en. Weil noch einen Movement-Spell. Moment mal, ich weiß, was ich raus haben wollte. Nicht Unsichtbarkeit. So einen Nebelschritt wollte ich raus haben. Weil ich das ja durch die Schuhe kriegen kann. Das wollte ich raus haben. Oder ich könnte sogar upgraden mit großer Flug, aber das ist Quatsch. Gedanken wahrnehmen. Fesseln. Ohne hypnotisches Muster ist wahrscheinlich schon ganz geil. Aber das ist nicht Nahkampf, das hat 18 Meter Reichweite. Ja, annehmen. Jetzt muss ich gucken, dass ich die Schuhe aber noch ausgerüstet habe. Habe ich nämlich nicht mehr. Hat irgendjemand anders von euch die Schuhe? Das waren orange Schuhe. Ja. Du hast sie nicht. Du hast sie.
Nebelschrittschuhe. Was habe ich jetzt dafür rausgenommen? Das ist Ferse zusammenschlagen, was uns Movement Speed kriegt. Also Movement Reichweite vor allen Dingen. Die Blitzladung. Blitzladung, das ist noch in Kombination. Das ist schon ziemlich gut. Was hast du für Schuhe? Extra Trefferpunkte. Zorn ist, glaube ich, auch ganz gut, so wie es ist. Level Up von Lazel. 52. Neues Talent verfügbar. Die kriegt aber viele Talente. Meister der schweren Rüstung. Seltener Schaden durch nicht magische Angriffe ist 3 verringert. Schwer gerüstet. Du bist im Umgang mit schweren Rüstung geübt und du erhöhst den Stärke. Das ist doch Quatsch. Wir sind schon geübt. Wir könnten halt die Stärke benutzen. Meisterhafte schwere Waffen. Wenn du einen Nahkampf einen kritischen Treffer erziehst oder eine Kreatur tötest, kannst du in dem Zug einen weiteren Nahkampfangriff als Bonusaktion ausführen. Beim Angreifen mit schweren Nahkampfwaffen, mit deinem Umgang, du geübt bist, können sie zu den 10 Schaden bewirken. Allerdings ein elementarer Depp, widerstandsfähig, Konstitution um 1 erhöhen, Schauspieler wachsam. Initiative kann überrascht, wenn Athlet. Wenn du liegst, kostet Aufstehen erheblich weniger. Bewegung, deine Sprungreichweite ist um 50% erhöht, du kannst eh schon ewig weit springen. Stürmer Waffenangriff und Stürmerstoß. Bewirkt mehr Schaden, stürme voran und schmettere deine Waffe in den ersten Gegner in deinem Weg. Stürme voran und stoße den ersten Gegner in deinem Weg fort. Deine Chance hängt von deiner Athletik ab. Zwei Waffen kämpfen. Du kannst mit 2 Waffen kämpfen, auch wenn sie nicht leicht sind. Du erhältst einen Bonus von +1 auf deine Rüstungsklasse, wenn du in beiden Händen je einen Nahkampf führst. Du kannst nicht mit 2 schweren Waffen kämpfen. Gewölbeforscher. Entdecken von Gegenständen, Fallen, widerstandsfähig, elementarer Adept, Leichtgröße, Magiertöter. Wenn eine Kreatur in deinem Nahkampfreichweite ein Zauber wirkt, bist du bei jedem Rettungswurf gegen ihn dagegen im Vorteil und kannst eine Reaktion verwenden, um sofort einen Angriff auf den Zauberwirker auszuführen. Meister der Kampfkunst. Erlernt 2 Manöver der Kampfmeister-Unterklasse und erhalte dazu einen Überlegenheitswürfel. Nach Beenden einer kurzen Rast oder langen Rast erhältst du deine verbrauchten Überlegenheitswürfel zurück. Das habe ich schon, weil der ist ja sowieso schon ein Kämpfer. Mittelschwere Rüstung ist Quatsch, leichtfüßig, die Bewegungsrate wird erhöht. Wenn du sputtest, wirst du durch schwieriges Gelände nicht verlangsamt. Mittelmäßiges Unterhalter, Charisma, Stangenwaffenmeister. Handelwaffe belastbar, höher ein Attribut. Du bist außerdem in Rettungswürfen dieses Attributs geübt, das wäre wieder stärker. Können aber auch Konstitution und Stärke beides hochnehmen. Ritualwirker. Wann immer du einen Waffenangriff ausführst, würfelst du zweimal mit deinen Schadenswürfen und erwähnst das höhere Ergebnis. Das würde konstant höheren Damage machen. Wer will der Angreifer? Das Wächterding hat aber auch schon gut geholfen. Scharfschütze. Schildmeister. Du hast Bonus bei Geschicklichkeitsrettungswürfen, wenn du ein Schild führst. Wenn ein Zauber dich zu einem Geschicklichkeitsangriff zwingt, kannst du eine Reaktion verwenden, um dich zu schützen und den Schaden des Effekts zu verringern. Schaltet der Rettungswurf, verleitest du nur den halben Schaden. Bei einem bestandenen Rettungswurf verleitest du keinen Schaden. Wir lassen dich aktuell mal mit Schild spielen, Lazel, ne? Das wäre dann schon smarter, wenn dir Schildmeister geben würde. Zieh genauer Schau, Tavernenschläger. Treffungsmanns wird pro erreichte Stufe 2 erhöht. Kampferprobe, Zauberwirkung, Waffenmeister. Bist du ziemlich mit allen Waffen geübt. Also ich sehe irgendwie Schildmeister oder hat einfach die Attributserhöhung. Ich glaube, Schildmeister macht mehr. Wenn sie halt mit Schild spielt. Aber sie ist eigene Zweihandkämpferin vom Charakter her. By the way, fehlen hier irgendwie Textur. Sehe ich gerade jetzt erst. Ich glaube, da ist irgendwie die Hose zu Ende. Und die Schuhe gehen da nicht los. Ja, okay. Wenn wir defensiver Duellant angegriffen wirst, während du eine Finesse-Waffe führst und deren Umgang du bist. Moment, die hat eine Finesse-Waffe, das ist voll dumm, ne? Weil sie muss ja noch auf Geschick üben. Oder? Wait. Ist das nicht eine Finesse-Waffe? Ja, das ist eine Finesse-Waffe. Aber sie hat Stärke 18, ich Vollidiot. Q
Großschwert zweihändig, 7 bis 17. Aber 6 bis 16, aber sie trifft halt damit. Sie trifft damit aber voll gut. Also sie trifft wirklich voll gut. Wie, hä? Nicht Fernkampf, Nahkampf. Wie viel Bonus hat sie da drauf? Rettungswürfe von Geschicklichkeit. Plus 1 auf Geschicklichkeit und plus 1 auf Rettungswürfe. Plus 4 auf Stärkewürfe, plus 1 auf Geschicklichkeitswürfe. Sie hat einfach plus 3 weniger und trifft aber mit Finesse-Waffen trotzdem. Ich bin etwas überrascht. Bin ich ehrlich. Haben wir nicht noch... Du bist doch ein Kurzschwert, leicht, Finesse. Ja, fuck you. 6 bis 18 ist übrigens... Achso, das war das... Ja. Das ist auch Finesse. Axt des Vertilgers. Geil, das Ungeziefer bewirkt zu 1 bis 6 Feuerschein bei Pflanzen, Insekten und kleinen Kreaturen. Ja. Du bist leicht. Leichter Hammer geworfen. 6 bis 9. Sengendes Niederstrecken. Verbrennt sie halt noch. Hm. 6 bis 15. Kriegshammer. Vielseitig. Du bist aber, glaube ich, nicht zweihändig, oder? Doch, du bist zweihändig, oder? Nimmst du nicht. Da sehe ich dich doch da. 6 bis 13. 6 bis 10. Das psychisch kriegt, klappt jetzt nicht, aber das ist ja jetzt wenigstens mal was, was man mit Stärke rollt. Sonst wäre das ja irgendwie Quatsch gewesen. 6 bis 16. What? Lovitars Geißel. Zustandsbedingt. Gewährt Resistenz gegen nekrotischen Schaden. Fügt Zielen in der Nähe einschließlich dem Anwender zu den 1 bis 6 nekrotischen Schaden zu. Gewährt Resistenz gegen nekrotischen Schaden. Wenn man eh Resistenz gegen nekrotischen Schaden hat, ist es doch wurscht, dass es dem Anwender auch nekrotischen Schaden macht. Oder bin ich gerade doof? Zustandsbedingt. Bei fügt Zielen in der Nähe einschließlich dem Anwender zu den 1 bis 6 nekrotischen Schaden zu. Auch gegen die Resistenz? Jetzt bin ich etwas perplex. Ritualaxt 5 bis 10. Schreckende Chance im Ziel, ein Malus von Angriffswürfen von Rettungswürfen zuzufügen. Hat der Angreifer noch mindestens 50% seiner Trefferpunkte erleidet, er selbst 1 bis 6 Stichschaden. Leicht geworfen. Gewehren zusammenklacken. Das ist ein Zweihand. Genau, das ist zweihändig. Träger ist im Nachgang im Vorteil, wenn er von zwei oder mehr Gegnern umzingelt ist. Rettungswürfe Stärke. Der Träger einen Kampfrausch beendet, erhält er 15 temporäre Trefferpunkte. Ja, wir haben genau eine Person mit Kampfrausch, von daher habe ich ihr das gegeben, aber irgendwie benutzt sie das, glaube ich, überhaupt nicht sinnvoll. Das wollten wir übrigens tauschen, wenn wir nicht gerade mit Toten reden wollen. Ja, ich bin etwas... Achso, er hatte vorher Fala Aluve, 6 bis 15. Oh, das ist auch Finesse. Das ist ein Langschwert mit Finesse. Deswegen war das nicht viel anders, weil sie vorher schon Finesse-Waffen hatte. Deswegen. Aber das soll jetzt konstanter 6 bis 13 Damage machen. Jetzt können wir übrigens mal Ben zuschicken, unser Goldverwalter. Da ist Noah Ben. Und da ist nochmal was für Ben. Würde ich sagen. So, jetzt ist trotzdem die Frage, was wir ihr geben an Fertigkeit. Das Talent, Attributsverbesserung, wahrscheinlich die Attributsverbesserung einfach. Einfach Stärke plus 1, Konsti plus 1. Reingehauen. So, und du hast auch noch einen Stufenanstieg. Sollst auch auf die 45 dann kommen von HP her. Hexenmeister und Kleriker haben das gleiche, yes. Kriegen ein weiteres Ladung göttliche Macht fokussieren und einen neuen Zauberplatz Stufe 3. Könnt jetzt hier die Zauber noch bewegen, die du kennst. Aber ich glaube, es ist nicht so wichtig. Leuchtförder Hoffnung. Emotionen besänftigen, können nicht bezaubert oder verängstigt werden und nicht in einen Kampfrausch geraten.
Schützendes Bahnbeschluss in Verbindung erhält Assistenz gegen alle Schadensarten, einen Bonus für plus 1 auf seine Rüstungsklasse sowie auf seine Rettungswürfe. Tribut verbessern. Blindheit. Stille. Ich glaube, Blindheit finde ich wichtiger als Stille. 100 Züge. Okay. Wenn dieser Zauber gewirkt, werden die Ziele möglicherweise feindselig. Schild des Glaubens bin ich immer noch kein so großer Fan von. Heiligtum könnt nicht zum Ziel gegnerischer Angriff werden, bis ihr eine Kreatur angreift oder ihr Schaden zufügt. Flächenzauber können euch dennoch Schaden zufügen. Bane, Zecken erhalten ein Malus von 1d4. Befehlen, segnen. Heilendes Wort. Massenheilendes Wort vielleicht eher an der Stelle. Das wäre halt aber nur, wenn alle dead sind, Tote beleben. Schaffe einen untoten Diener aus einer Leiche. Wie lange hält der? Tageslicht, wiederbeleben, Leuchtfeuer, Hoffnung, Toten sprechen. Toten sprechen können wir darüber auch. Aber das wäre voll dumm. Weil das einen dritten Grad frisst. Mut verbessern, Beistand, schwache Genesung, Lähmung oder Blindheit. Ja, Counter-CC ist wahrscheinlich auch ganz gut. Ich würde sagen, Counter-CC ist auch eine gute Option. Can't give up now. Eigentlich wollte ich das Strahl der Furcht und verwundete Strahl, ne, eigentlich immer nehmen. Habe ich aber jetzt nicht gemacht. Aber dann gib mir wahrscheinlich mal am besten das hier zurück. Ich könnte die alle absorbieren, ne? Die Gedankenschinder-Parasiten, um die Erinnerung wachzurufen. Und mit Toten sprechen kann ich dann machen, wenn ich es brauche. Wobei, ich könnte hier mit Toten sprechen wahrscheinlich. Weil ich glaube, mein Charakter ist glaube ich nicht der Killer von vielen von denen. Denke ich. Mal sehen, was ihr da so sagt. Mit Toten sprechen. Okay, bin doch der Mörder. Upsi. Der war nicht. Doch, come on. Ach. Ihr seid doch alle doof. Garias hat auch nichts zu sagen. The corpse has nothing to say. Gut. Dann halt doch einfach looten. Und Eisenschlüssel. Wofür ist der wohl gut? Das heißt, wir müssen aber unser Amulett wieder ändern. Zentarium-Schlüssel. Das nehmen wir noch, den Rest kann Karl auch einsammeln. Loot. Alright. What now? Öl der Verkleinerung. Bezieht eine Waffe. Sie erhält ein Malus von minus 1 auf Schaden, schwächt aber auch jeden, den sie trifft. Müssen eine Konstitution oder sie sind bei Stärke und Rettungswurf im Nachteil. The fuck. All's well that ends. Not as bad as it could have. Is that blood? No, never mind. Wonder if the gods. So, dann. Oh. Oscar Fevers, der ist noch happy. Hallo. Wait! I'm just a prisoner. Spare me and there'll be coin, I swear it. Das hört sich nach einem Deal an. Wer seid ihr? I'm an artist. These faithless bastards were trying to ransom me back to my patron. She is a woman of great means and great generosity to those who serve her well. Ach so. Heroes who rescue her prize painter, for example. Oscar Fevers. Hört sich gut an. At your service. Ja dann. Ich habe noch nie von euch gehört. Ich bin Ben. A genuine pleasure. I'm in your debt.
as is my patron. My betrothed. Assuming Lady Janeth still wishes to marry me after our little falling out. Moment, ich hab da schon mal was. Recent scandal. A patriarch of Baldur's Gate who wished to marry a commoner. Ihr seid der Dame Janards geflohener Bräutigam. Sehr schön. I did not run away. A date was never set. There were complications. Before my fame, my patron, there was a... Du bist einfach verdammt ein... One I planned to spend my life with. Ein Verführer. But when Lady Janeth offered me a future, well... It felt only right to mention my past. Right, but unwise. Oh, God. I was forced to retreat into the countryside to paint and to clear my head. To choose, I suppose. Okay, er hat die, die er liebt und die, die Geld hat. Und er muss sich entscheiden, welche er nimmt. Ja, gut. Wer hat euch entschieden? Oh, absolutely none. Fame and wealth suit me very well, no doubt. And yet, I think of that first love and I hesitate. Likely I'm going mad. Regardless, das ist ein Rat? Immediate concerns. Your reward once I've returned to the city, for one. Say, you, I don't suppose you could spare some coin, could you? Ease the discomforts of the road some. Du willst jetzt Geld von mir haben, damit ich Geld von deiner Gönne... Ach Gott. Geld bremst euch nur. Na los! Ah, ja. Geld bremst euch nur da los, finde ich eine gute Antwort. I suppose I can endure the walk sober. Suffering has become an old friend, after all. Du wolltest dich saufen? The fuck? Junge, Gemälde eines lächelnden Mädchens, Gemälde einer eleganten Adligen. Hm. Das ist also die erste Liebe. Kanach, kannst du das mitnehmen? I'd love to, thanks. Oder nee, Lizelle? Pack mal die Bilder ein. Perfekt. Weil das könnte ein Thema werden. Lizelle, du bist unser... So, hier ist alles zum Explodieren bereit gemacht. Holy shit. Dann reden wir doch mal mit dir. Mit Olli. Sieht mit der Maske schon episch aus, wenn er den Zauber wirkt, ne? The corpse regards you lifelessly. Was habt ihr transportiert? Yes. Locked. Dangerous. Ja, jetzt nicht mehr locked. Wer seid ihr? Zandrim, Agent. Das wissen wir alles schon. Sag mal was. Okay. Kannst mir nichts Neues sagen. Ja, geil. Hä? Seems you've crossed the wrong threshold. Time to defend you. Ich hab dich gerade befreit, du Vollidiot. Hä? Du bist so gut wie tot. What's your... Du bist jetzt da oben. Also, aber es ist trotzdem wurscht. Die slappt dir einmal ins Gesicht und dann ist es halt das. Wir hauen immer nur um. The fuck? Hab dich gerade befreit. Ach, ihr Zentarim, ey. Ihr habt aber echt einen Stock im Arsch, was eure Lieferung angeht. Kann das sein? Das ist ja echt nicht mehr lustig. Ist er grün? Bewusstlos vorübergehend. Ich bin verwirrt. Ich bin so hart verwirrt. Oder mochte er nicht, dass ich mit seinem toten Freund gesprochen habe? With haste. Bin echt irritiert.
Hier ist noch jemand zum Looten. Oh, enough waiting. I crave blood. Ja. Wir haben gerade jemanden umgehauen. Hier lasse ich mal die Sachen. Kann ich? I wonder what the next move is. Hier, heilen. Zwei Züge, wirkt nicht auf Untote, Konstrukte. Rettungswurf fehlgeschlagen. Bewusstlos vorübergehend. Ja, mal sehen, was der noch für ein Thema wird. Ich befreie ihn, weil er. Und dann sowas. Grüne Weinbeeren. Kartoffelbrei, yes, was zu essen. Wieder mal, wir haben lange nichts gefuttert, gib mir her. Die unmögliche, aber wahren Abenteuer des Tenebrooks Morgic Band 4. Ein Auszug aus die unmögliche, aber wahren Abenteuer des Tenebrooks Morgic, einem Schund- und Fortsetzungsroman, der die tatsächlichen Erlebnisse des Kapitäns eines interplanetaren Schiffs erzählt. Kapitän Morgic hat in Wahrheit ihre Heimatstadt nie verlassen. Okay, das hatten wir schon mal irgendwann. Nee, nicht lesen, ich wollte es aufheben zum Verkaufen. Der Osten, Band 1. Große Herzoge und Herzoginnen, Fürsten und Damen und alle, die nach Wissen um die Welt streben. Willkommen, ich bin weit gereist, habe viel gesehen und alles notiert. Meine Odyssee begann in einem einfachen Taverne, wo ich einem Söldner aus Raschemen begegnete. Ein umgänglicher Kerl, er bot mir eine Geschichte im Tausch gegen einen Humpen an. Ich blickte ein und war bald so gefesselt, dass aus einem Bier derer sechs wurden. Er erzählte mir Legenden seines Volkes, von seinen Geschichten, seiner Kultur. Er erzählte mir von den Landen, die er besucht hatte, von den Silbermarken bis zu den Ebenen des purpurnen Dunstes. Je mehr er sprach, desto mehr wurde mir bewusst, dass ich noch nie weiter als bis nach Beregos gereist war. Ich fühlte mich wie eine Fliege, die ihr kurzes Leben damit zubringt, über eine Latrine ihre Kreise zu ziehen, ohne zu wissen, was ihr entgeht. Aber damit sollte nun Schluss sein. Am nächsten Tag schnürte ich meinen Ranzen und zog aus. Ich folgte dem Chionda nach Osten, fest entschlossen, diese wunderbare Welt zu sehen und alles zu dokumentieren. Okay. Wurst! Geil. Endlich wieder was zu futtern. Holzkoffer? Vorräte! Wuhu! Noch mehr Vorräte. Sogar frische Karotten mal dabei. Sonst sind die mal vergammelt, die Karotten. Und Kartoffeln. Oh, wie lange ich keine Kartoffeln mehr gegessen habe. Also vor einer Stunde ungefähr. Okay, ich bin überladen. Nach Gewicht sortieren. Ja. Mein Alchemiebeut. Dann lass doch mal H drücken. Suspension. Lazulit-Suspension. Alle herstellen. Bullywong-Trompeten, alle herstellen. Vitriole, Knochenkappe, Lolfskerze, Aschen, Balsam, Extrakt, alle herstellen. Ich glaube, es gibt keine Nachtlicht. Herstellen, alle herstellen. Die Maskensporen brauchen wir jetzt, glaube ich, auch nicht mehr. Wimmelpilz, Vitriolen. Ich glaube, die sind tatsächlich exklusiv jeweils. Und da ist es nicht so das Problem. Salze, Abgrundkrieche, genau das gleiche. Abgrundkrieche habe ich jetzt, glaube ich, nur dafür benutzt. Sublimate. Brauche ich mehr Zunge des Wahnsinns. Sumpfgras. Ein Sumpfgras? Das sieht halt wirklich aus wie Sumpfgras aus Gothic, lol. Beschichtungen, Bosheit. Drowgift, einfaches Gift. Verdünntes Öl der Schärfe. Öl der Verkleinerung. Öl der Präzision. Was macht das Öl der Schärfe? Ja, gut. Sehe ich hier nicht. Könnte ich aber herstellen. Granaten. Herzlichtbomben. Alchemisten für Herzlichtbombe klingt heftiger. Pilzverwirrer. Essenz aus Timaskesporen. Elixiere. Elixier der arkanen Kultivierung. Mächtig. Resistenz, Feuer, grenzenloser Fokus, Elixier des Kolosses. Tränke, Gegengift, Heiltrank, Heiltrank, mächtig, das hätte ich gerne. Auf jeden Fall eine Runde hergestellt. Trank des Federfalls, Trank des glorreichen Sprungs. Den hätte ich, glaube ich, auch ganz gerne. Heiltrank. Stellen wir noch ein paar Heiltränke her. Trank des Federfalls.
Elixiere, Granaten, Herzlichtbomben. Wir stellen mal eine Herzlichtbombe her. Mal sehen, was das ist. Ein Pilzverwirrer stellen wir auch noch her. Beschichtungen, verdünntes Öl der Schärfe, Drowgift, Bosheit. Habe ich Bosheit schon mal hergestellt? Ich stelle mal Bosheit her, mal sehen, was das macht. Im Inventar müsste ich doch dann nach Neueste sortieren. Überziehe eine aktive Waffe mit Gift, wenn du einen Gegner triffst. Er muss einen SG50 Konstitutionsrettung bestimmen oder er ist blind und vergiftet. Holy shit! Karlach! Schleudere diesen nebligen Sud, um Feinde in der Nähe zu verwirren. Hört sich auch gut an. Laser. Bade einen nahen Bereich in Licht. Beleuchte einen Radius von 9 Meter. Herzlichtbombe. Schattenherz. Klingt irgendwie nach dir. Wir sollten wahrscheinlich auch mal wieder die Lebenstränke verteilen, weil ich glaube, du hast nämlich überhaupt keine Heiltränke mehr. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Du auch nicht so wirklich, ne? War halt nur nicht mehr notwendig. Du hast noch 2. Dann Stapelteilen. An Laser schicken, an Karlach schicken. So. Elixiere, Tränke. Können noch einen Trank des Federfalls herstellen. Granaten, Beschichtungen. Drowgift. Ich benutze die eh fast nicht. Verdünntes Öl der Schärfe. Fünfmal Drowgift hergestellt. Alles klar. Schlichtes Gift und einfaches Gift. Dass es schlichtes Gift und einfaches Gift gibt, wundert mich. Hier ist grenzenlosen Fokus. Was ist das? Elixier des grenzenlosen Fokus. Ups. Moment, hat die das jetzt bekommen? Ja, ne? Konzentrationswurf im Vorteil zu sein und nicht bezaubert werden zu können. Du kannst nicht magisch zum Einschlafen gebracht werden. Ersetzt bei Konsum den Effekt anderer Elixiere. Das ist eher was für Ben als für dich. Jetzt mal gerade so drüber über den, das, was wir... Alchemistenbeutel ist immer noch 8,8, aber du bist 28 schwer. Zwischen noch 6 Kilo Gold ist unser dritthöchstes. Ich sehe da ja ein Problem. Insgesamt. Sehe ich da so ein Problem. Das kannst du auch mal nehmen, Karlach. Ist immer ein bisschen niedriger. Wahrscheinlich mal wieder hier zu schwer, oder? Das können wir wahrscheinlich wieder ans Lager senden. Ans Lager senden. Da. Let's get going. So. Du bist jetzt zwar K.O., aber es ist ja angeblich... Kann ich eine Helfenaktion auch so benutzen? Hier, Hilfe. Kann ich ihn damit aufwecken? Wenn ich sage, ich will explizit ihn aufwecken? Hilfe. Achso, muss ich erstmal ranstellen. Dieses Ziel kann nicht geholfen werden. Ja gut, halt nicht. Aber so wie ich das verstanden habe, wacht er irgendwann wieder auf. Das ist auch wieder was zum in die Luft jagen, I guess. Istor. Hier hinten sind die irgendwie nicht mehr so freundlich. Entschärfen. 15. Was hab ich davon? Reiche die Türme des Mondfangs durch die Grimmschmiede. Da komme ich auch in den Underdark. Ja gut. Das mir ja wurscht. Also. Ich will hier nicht durch alles durchschnetzeln, nur um wieder im Underdark ranzukommen. Ist mal ehrlich. Nicht erreichbar, ist eine glatte Lüge. Einfach eine Lüge. Weil ich mit einer Fackel in der Hand
über eine Rauchpulverspur laufe. Das ist nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst. Also, Karl Lach entzündet es nicht, die selber heiß ist beim Drüberlaufen. Aber eine Fackel oben in der Hand entzündet. Okay, die Logik ist leider nicht so konsequent wie bei Divinity. Divinity hat es irgendwie besser gemacht, die Interaktion, bin ich ehrlich. Das war irgendwie logischer. Da haben sie noch ein paar Sachen drin, die ergeben keinen Sinn. Wieso kann ich eine Fackel nicht in der Hand halten und da drüber laufen? Okay, keine Fackel, I guess. Bin ich nicht vorhin mit der Fackel sogar unten lang gelaufen? Das waren sie mal alle instant tot gewesen. Das ist das Geilste da dran. Das ist das Allergeilste an dem Shit. Das macht das zu. Muss ich das entschärfen? Das ist nicht so schwierig, aber muss ich das entschärfen? Ich bin mir halt gerade nicht sicher, ob ich das muss, um hier wieder rauszulaufen. Kann ich einfach rüberlaufen? Ich laufe einfach am Rand lang. So. Oh, noch ein paar Gurken. Und Käse. Käse hat man lange nicht. Nice. Sehr, sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir halt wieder raus, ne? Diese komischen Dudes sind jetzt nicht so auf meiner Happy-Seite, sind wir ehrlich. Aber gut, dafür kann ich ja nichts. Hätten sie mir halt nicht so dumm kommen sollen. Ich war nur ein bisschen neugierig und das ist direkt mit dem Tode bestraft bei denen. Meine Jüde. Darf ich jetzt wieder eine Fackel nehmen, wenn es hier dunkel wird? Wo ging es denn hier raus? Da ging es nach oben. Da ging es raus. Raus hier! Ja. Deine Freunde da unten sind übrigens nicht mehr so happy. Okay. Das ist dir wurscht. Na gut. Das ist schon wieder ein anderer Weg übrigens in Underdark und zum Mondlichtbumsis. Spannend. Was ist hier noch so? Warum brennt ihr? Hä? Warum wird denn hier noch rumgeschrien? Wir haben doch schon längst alles geklärt. Hier wird doch nicht mehr gefeit, das ist auch Quatsch. Ich glaube, die Atmosphären-Sounds sind gerade falsch. Was leider ein bisschen die Immersion killt. Wuhu! Ausbuddeln! Ich bin ein Halbling und ich suche Schätze. Ich bin ein Halbling und ich suche Schätze. Ich brauche keine Metze, ich will Schätze. Wenn ich bin ein Halbling. Wenn ich da rankommen würde jetzt. Da. Ja, Gold und wieder was zu futtern. Geil. Ist hier noch irgendwas? Nee. Ich kann hier überhaupt reinkommen, oder? Kann man nicht da reinspringen? Weg ist unterbrochen. Okay, jemand, der hochspringen könnte oder weiter oben anfängt, könnte wahrscheinlich. So. Okay, wir können mit Toten reden. Toter Goblin-Plünderer. Was willst du hier? The corpse regards you lifelessly. Was habt ihr hier im Gasthaus gemacht?
burning, killing. Aber warum? Habt ihr versucht, den Herzog zu entführen? Was wollt ihr von dem Großherzog? Absolut. Wants him. Das will eine Göttin mit irgendeinem komischen Herzog. War die Mission erfolgreich? Silent. It does not know. Okay. Habt ihr Überlebende hinterlassen? Slaves. Good. Raid. Okay. Wer seid ihr? Hunter. The spell's power wanes. You can ask no more questions. Na gut. Hat uns wenig gebracht. Sind wir mal ehrlich. Vielleicht wäre es der Drow mehr. Der ist ja immer so ein bisschen anführermäßig unterwegs gewesen, oder? The corpse regards you lifelessly. Habt ihr versucht, den Herzog zu entführen? Ache to Moonrise. Aber wie? War der Überfall erfolgreich? Okay, er weiß es auch nicht. Wie seid ihr gestorben? Ja. Wer seid ihr? Wo kommt ihr her? From Sharmuth. Before the Absolute. The spell's power wanes. Okay. The spell power wanes. Da ist noch ein. Moment, das ist ein Söldner. Eine Flammenfaust. Ich glaube, ich habe ihn in die falsche Stelle gestellt. The corpse regards you. Das geht bei dir ab. Lifelessly. Wisst ihr von Überlebenden? Or dying. Lass mich gut. Okay, sie weiß es nicht. Wer seid ihr? Marilla. Flaming Fist. Hm. Woher kommt ihr? Gut, das waren wenig Infos. Sind wir ehrlich. Tote Goblin. Ich habe gar nicht geplündert. Wir hätten 2 Gold mehr haben können. 6 Gold mehr haben können. Ach, du schon wieder 19 Gold mehr haben können. Das ist ja alles geändert. Alles hätte es geändert. Was geht denn hier ab? Was ist denn das für ein Altar? Okay. What the fuck? Das sieht aus wie ein Special Altar. Kann ich eine Kerze anzünden? Was bin ich alle Kerzen. Oh nee, das sind viel zu viele Kerzen. Was bin ich alle Kerzen anzünde? Ah, sind nur 3. Vergiss es. Hm. Diebstahlbelohnung? In einem Akt des niederträchtigen Vandalismus, der auch durch die seitdem vergangenen Jahre nicht weniger schmerzt, wurde die Statue der geliebten Baldurs brutal vom zentralen Marktplatz in Baldurs Tor geraubt. Bis heute nicht wiedergefunden. Es wurde zwar vor einiger Zeit eine Kopie aufgestellt, doch das Kollektiv der besorgten Bürger der Weite ist weiterhin überzeugt, dass die Originalstatue sich noch irgendwo befindet. Zudem ist es bereits demjenigen, der ihrer Wiederbeschaffung hilft, eine stattliche Belohnung zu bezahlen, ohne dass Fragen gestellt werden würden. Wir bitten die Diebe, Folgendes zu bedenken. Dieses Kunstwerk soll nicht beleidigen, sondern inspirieren. Der kühne Abenteurer, den es darstellt, ist keine reale Person oder Leben oder Tod, sondern eine Metapher für die Stadt selbst. Es steht fest und ernst auf seinem Fundament, blickt nach außen, hält aber die Wärme der Hoffnung fest umschlossen an seinem Herz. Dargestellt durch einen kleinen, wuscheligen Hamster. Bitte findet die Hoffnung in eurem eigenen Herzen und gebt der Stadt ihren Glauben, ihren geliebten Waldläufer zurück. Reicht uns die Hand zur Hilfe und wir werden sie mit Gold füllen. Aha. Das sieht nicht aus wie der Waldläufer, sind wir ehrlich. Das sieht nicht aus wie der Waldläufer.
Tode Goblins. So, ihr seid hier immer noch? Moment, warum war ich eigentlich hier? Weil ich darüber wollte, nach Westen. Herbstkrokus. Weil wir sind eigentlich nie am Dingens und so. Achso, das ist die Straße, die kaputt ist. Das war das. Der Gebirgspass, der hin ist. Ja, sag mal, die war Gebirgspass oder unten durch das Underdark. Das ist die Wahl, die wir haben, ne? Das ist die Wahl, die wir haben. Puh. Ich glaube, darüber muss ich nochmal länger nachdenken. Ich glaube, darüber werde ich nachdenken und ich speichere jetzt hier einfach und würde sagen, das war's dann für heute. Ich meine, wir sind jetzt bei einem Streamdauer von 8 Stunden 50. Dankeschön fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs Reinschauen. Ich bedanke mich sehr, sehr gerne bei euch. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, das Spiel zu spielen.